So, hallo Welt, hier ist DomusMagicBlocks.de. Willkommen am Sonntag. Willkommen beim Legacy aus Ulm. Es geht gleich los, die Anmeldung ist offen. Die letzten Personen trudeln ein. Ja, und dann ist heute Legacy angesagt. Ne? Jeden Monat, der erste Sonntag im Monat, ist in Ulm zum Waschbären veranstaltet von Raccoon Rises. Das sind die Kollegen da und da. Legacy-Turnier angesagt, wir übertragen es. Ihr könnt euch heute wahrscheinlich auf 4 Runden Magic einstellen. Im süddeutschen Raum, so Ulm und Umgebung, ist ja gerade Hochwasser angesagt. Deswegen nicht so richtig am Limit unser Turnier. Aber 4 Runden gepflegtes Legacy geht auf jeden Fall. Ist jetzt ja auch erstmal das letzte Legacy vor Modern Horizons 3. Da wird ja auch die eine oder andere Karte das Legacy-Format berühren, um es mal nett zu formulieren. Insofern könnt ihr schon gespannt sein auf den nächsten Termin. Wie gesagt, immer der erste Sonntag im Monat. Das heißt, das nächste Turnier ist am, lasst mich lügen, am 7. Juli. Das ist das Wochenende nach der Magic Con in Amsterdam. Insofern, da sind wir übrigens auch vertreten. Viele von den Ulmen hier werden auch in Amsterdam sein und selbst Legacy spielen. Da gibt es ja auch einige Legacy-Events. Also, Legacy ist angesagt. Hallo, Siahogga. Nee, Suyahogga. Moin Moin. Genau, wir haben aktuell 11 Personen. Mal gucken, ob noch jemand dazukommt. Wahrscheinlich wird Runde 1 Boros Initiative zu sehen sein. Wir haben übrigens auch an der Technik gedreht. Wir hatten ja beim letzten Mal die eine oder andere Kinderkrankheit, was die Videoqualität betrifft. Wir sind sehr gute Dinge, dass wir das gebessert haben. Und zwar spürbar. Besseres Licht, bessere Bitrate, also Dinge, die Technik hinter den Kulissen. Wenn euch was auffällt, was wir verbessern können, immer gerne Bescheid geben. Dann versuchen wir das auch einzubauen. Und ansonsten, ich kann schon mal grob gucken, was ich an Listen habe. Was euch denn heute an Metagame erwartet. Tatsächlich sehr vielfältig. Normalerweise ist beim Legacy Stammtisch diese Woche war sehr viel Lands vertreten. Ich sehe jetzt hier nur eine Lands-Liste. Bis jetzt, die am Start ist. Insofern, wir haben Doomsday, wir haben Goblins, wir haben Beans, Reanimator, Initiative, wie gesagt. Also wirklich ganz gut verteilt, würde ich sagen. Ihr könnt euch also auf viele verschiedene Decks einstellen. Es wird wohl keine Mirrors geben. So, genau, 11 Personen. Wir warten ja gerade, glaube ich, noch auf die letzten Eintrudler. Und dann ist Legacy angesagt. Zwischendurch, wenn mal Luft entsteht, schauen wir uns die Modern Horizons 3 Previews an. Wir hatten ja auch Vorschaukarten. Das schöne Retro-Frame Toxic Deluge. War auch mal ein richtiger Legacy-Banger. Inzwischen ja schon eher selten zu sehen. Aber schöne Karte, kann man nichts sagen. Genau, so müssen wir noch irgendwas Organisatorisches klären. Ich überlege kurz, aber ich glaube nicht. Sogar der ehemalige deutsche Meister Philipp Krieger wird diesmal mitspielen. So, jetzt haben wir 12 Personen. Sehr gut, ich habe leider nicht für jeden die Liste jetzt schon verfügbar zum Einblenden. Aber für den Großteil. Ja, für den Großteil habe ich die Listen. Wenn nicht, müssen wir leider ohne die Liste auskommen. Wir erkennen ja dann, denke ich, relativ schnell, was für ein Archetype da gespielt wird. Und dann improvisieren wir da einfach an der Stelle, würde ich sagen. So, das Video wird übrigens hinterher auch wieder auf YouTube wandern. Also, wer jetzt nicht die ganze Zeit zuschauen kann, kein Problem. Schaut auf YouTube vorbei. MagicBlocks.de findet ihr auch dort. Und das Video wird komplett rübergespielt mit Timestamps, wann die Runden sind. Ihr könnt also dann auch einfach eine Runde nachschauen, die ihr heute vielleicht nicht schauen könnt. Gut, so. Ich habe nachher wieder den Table Talk auf dem Ohr, kann also auch ein bisschen mithören, wenn da irgendwie kommuniziert wird zwischen den Spielern. Und gebe euch dann natürlich gerne weiter, wenn es da Probleme gibt. Ja, ansonsten Legacy, ansonsten ja relativ stabil, es deuten sich jetzt keine Bannings oder ähnliches an. Ah ja. Perfekt. Kartenkategorie, du siehst hinter mir, ich bin ein großer Freund von Karten ordnen und sortieren und katalogisieren und dies, das, jenes. Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein mit sowas. Da bin ich ein großer Fan.
So, dann gucke ich mal, ob ich vielleicht schon die Pairings für Runde 1 sehe. Dann wüssten wir nämlich zumindest schon mal, gegen was Initiative spielt. Das wird ziemlich sicher unser erstes Matchup sein, denn es gibt ja auch keinen Bye. Kann also nicht sein, dass dort das Bye sitzt. Direkt danke für den Follow, it's Qlex. Kommt auf Twitch nebenbei noch einfach so ein Follow rein. Ich habe die Notifications scheinbar aus, die Alerts. Oder Twitch hat es nicht mitbekommen. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wir werden auch in Amsterdam sein. Und zwischendurch sind auch noch einige andere Events, die angedacht sind. Ich will auch mal wieder zu den Jungs von der Rumkommandiert nach Stuttgart fahren. Jungs und Mädels, muss ich sagen, sorry. Und auch mal da wieder vorbeischauen. Ah ja, guck, wir haben noch eine Nachmeldung. Daran scheitert es. Deswegen hat es einen Tacken länger gedauert, bis hier losgeht. Dann haben wir tatsächlich eine ungerade Spieleranzahl, so wie es bis jetzt ausschaut. Und dann schauen wir mal, wessen Listen ich habe. Genau. Letztes Mal hat ja Doomsday gewonnen, in der Ring-Variante, die Ring-Variante, The One Ring. Ja, vom Sebastian. Der ist diesmal wieder mit dem Deck am Start, mit ein paar kleinen Anpassungen, habe ich gesehen. Also insofern, der Defending Undefeated Champion vom letzten Mal auch wieder am Start. Wir hatten zwischendurch übrigens Bans. Wir haben ja den Sticker Goblin gebannt bekommen für Legacy. Das betrifft tatsächlich den Goblin-Spieler im Raum. Ich habe auch schon die Liste gesehen, die sieht jetzt natürlich anders aus. Interessant, sage ich mal. Interessant. Die kommt jetzt mit einem Splash daher, ist also nicht mehr die monorote. Ich habe auch eine Blood Moon-Liste. Die spielt jetzt tatsächlich mehr Non-Basics. Schauen wir mal, ob wir die Goblins-Liste heute auch im Stream haben. Wir haben den Maverick. Bei den meisten Decks weiß ich auch grob, was sie vorhaben. Insofern alles cool. Da kann ich zumindest auch ganz gut nebenbei kommentieren. Ansonsten habe ich überlegt, ob wir vielleicht auch mittelfristig vielleicht mal einen Gastkommentator uns dazu holen. Mal gucken. Also vielleicht können wir ja den Blackie mal dazu begeistern, auch wenn der natürlich viel unterwegs ist immer. So, Rundentime habe ich schon mal eingestellt, dass wir den nachher starten können. Natürlich alles ganz normal. Timed Runden, 50 Minuten. Ihr wisst, wie es ist. Ah, 14 Spieler, jetzt hat es sich doch nochmal ganz gut aufgefüllt. Da kam wohl noch ein Auto mit Personen an. Ich gucke mal, ob ich noch ein paar Decklisten bekommen habe. Weil jetzt fehlen mir dann doch ein paar. Wir schauen mal. Hinterher übrigens alle Top 8 Listen zu finden bei mtgtop8.com. Da könnt ihr nachschauen, die werden von uns hochgeladen. Das ist hier ein Team-Effort. So, da wird am Tisch gesessen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt für mich, das Turnier geht los. Es gibt wahrscheinlich Pairings. Ich gucke rein. Dann, 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 dann. Wie gesagt, hier ist heute One-Man-Show angesagt in der Regie. Das heißt, ich muss hin und wieder auch mal auf den anderen Screen klicken und da was lesen. Yes, wir haben Runde 1. Wahrscheinlich ist das Mark gegen Stefan. Gehe ich von aus. Jetzt muss ich bloß gucken. Tarok, danke für den Follow. Mal gucken, wie rum die beiden sitzen. Ich habe, glaube ich, beide Listen. Das ist schon mal gut. Lasst mich gleich noch das Overlay vorbereiten und dann. Ich freestyle das jetzt mal. Im Zweifelsfall muss ich die vielleicht nochmal umdrehen. Ich kann sie tatsächlich gerade im Overlay nicht auseinanderhalten, wer wer ist. Aber ich glaube, so rum ist es richtig. Das heißt, ich brauche die Boros-Initiative-Liste, die das letzte Mal, glaube ich, ganz gut abgeschlossen hat und auch Top 8 gemacht hat, bei einem ja durchaus größeren Manfli. So, das ist diese hier. Und Stefan auf der anderen Seite spielt vor Color Beans. Also, wir haben Beans gegen Boros-Initiative.
So, und dann schalten wir noch mal rüber, würde ich vorschlagen. Auf die Kamera, auf geht's. So, also hier Magic am Tisch. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, ich hoffe, die Kameraqualität ist heute besser. Bisher sieht es ja sehr gut aus. Wir hatten ja das letzte Mal so ein paar Qualitätseinbrüche. Genau, also sieht gut aus. Classic, Boros Initiative, vielleicht plus minus ein, zwei Karten. Ich muss da gerade beim Importieren der Deckliste ein bisschen freestylen. Aber das ist die Liste vom letzten Mal auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass der Mark sehr viel geändert hat. Ich weiß nicht, ob die Runde schon läuft, dass ich noch den Timer mitlaufen lassen kann. Vielleicht jetzt, ja, der läuft auch. Dann starte ich den doch auch mal. Ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt das Matchup, was in die Time geht, ne? Also, warte mal, den Table Talk. Ah, den habe ich, glaube ich, nicht rausgelegt. Ihr hört, glaube ich, den Table Talk nicht, ne? Ihr hört, glaube ich, nur meine Kommentation. Gerne mal kurz Feedback geben. Aber ich glaube, es ist so eingestellt. So, und ansonsten, ja, Four Color Beans. Everything but red. So einfach. Eine Kontrollvariante. Sehr gut, danke, Taro. Maxle wäre es gewesen. Ist es leider nicht, man hat gehighrollt. Insofern ist Beans on the play. Und dann legen wir hier mal los mit Magic, würde ich sagen. Was sind so die wichtigen Dinge, die wir hier sehen werden? Chalice jetzt nicht das allerbeste. Natürlich okay, aber jetzt gegen Four Color Beans, das hat die Mana-Kosten ja quer verteilt. Also vielleicht da nicht ganz der All-Star. Archon of Emeria ist ganz lustig. Kreaturen gibt es auch ein paar in der Beans-Liste. Das heißt, man kann natürlich auch seinen Dungeon verlieren. Aber schauen wir mal. So, was sehe ich da? Ne, St. Catherine sehe ich da zum Beispiel. Die Katharina, auch so eine neue Karte. Misty Rainforest. So, dann schauen wir beide auf 7. Das ist schon mal sehr gut. Da kann sich hinterher keiner beschweren, es hätte zu wenig Karten gehabt. So, Spirit Guide geht mal da drunter. Wahrscheinlich Chalice. Ich meine, so richtig Bock hat man natürlich trotzdem nicht als Four Color Beans. Wobei es halt 12 Spells Text, ne? Beziehungsweise abstellt. Aber mittelfristig kriegt man es ja auch vom Tisch, wenn es dann mal wirklich relevant wird. Und so richtig den Win beeinflussen tut es am Ende ja auch nicht. Force ist am Start auf der Hand. Hat man also als nicht wichtig genug empfunden. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, ob eine Pitch-Karte dabei war. So, jetzt schauen wir mal, was kommt für Dry Mana. Der Archon. Okay, also die Non-Basics gegenüber kommen getappt ins Spiel. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Also ein Spell, nicht Standardländer, kommen getappt ins Spiel. Das mit dem ein Spell ist tatsächlich ein bisschen nervig für die Beans-Liste, weil man es, denke ich, durchaus hinbekommt, dann gerade mittelfristig mehr zu schaffen. Alex, danke für den Follow.
Reading the Cards, immer gut. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, lieber nochmal lesen. Deswegen habe ich es gerade auch nochmal in den Chat gepackt. Getappte Fetchlander. Fetchlander übrigens, diese Variante, das sind natürlich auch wieder in Modern Horizons 3, auch im alten Frame mit neuem Artwork allerdings. Insofern, wer da noch seinen Old Border Swag updaten möchte, hat da die Möglichkeit. Ja, also momentan ist der Druck ja noch überschaubar. Ich glaube, Beans muss jetzt hier noch keine Sorge haben. Uwe, hi, grüß dich. So, ja, also ein bisschen Damage. Ah, ich glaube, die haben die Leben falsch rum. Das kann ich korrigieren. Und mache ich auch direkt mal. Moment. Daran lassen wir es nicht scheitern. Da wird irgendwas geforst. Jetzt haben wir auch die Leben richtig rum. Wird ja live übertragen, direkt aus dem Store. Das sind die Beans, die namensgebenden Beans. So, das ist, glaube ich, ein Orkish Bowmaster auf der Hand. Noch eine Beans, Catherine, Mystic Sanctuary. Das ist eine Hand, würde ich sagen. Der Pressure ist überschaubar. Das ist ein bisschen das Problem, ne? Dass hier der Pressure fehlt. Die Bombardiers sind in der Haus. Auch die packe ich noch mal in den Chat. Die sind nicht so ganz verbreitet. Broadside Bombardiers. So müssten sie heißen. Genau, also die haben Prahlen, bedrohlich Eile, die machen also ein bisschen Damage. Und die opfern halt irgendwann einfach Viecher rein, ne? Also da fliegt schon dann irgendwann auch noch der restliche Schaden rüber. Die sind schon ziemlich nervig. Sieht man ja auch oft aus den Goblin-Decks naheliegenderweise. Die haben sich relativ schnell hier etabliert. Um es mal so zu formulieren. So, und jetzt gibt es natürlich ein bisschen Pressure. Die Catherine ist da auf der Hand, aber wir können sie nicht casten. Nächste Runde. Da man Surveillance immer schön. Weil das Basic kommt ja, das neue Basic kommt ja getappt ins Spiel. Das heißt, wir haben nächste Runde nicht die 5 Mana für St. Catherine, die Lifelink hat. Und wenn sie nicht beantwortet, ist natürlich schon nervt. Also, noch eine Force brauchen wir nicht. Das sehe ich. Der Pressure liegt ja schon auf dem Tisch. Das ist ein Pondeur. Das sollte noch gechallenged sein, insofern, da wird wohl erstmal nicht gepondert. Oder man probiert's. Desperate Times. Ah, gut aufgepasst. Sehr gut aufgepasst. Das ist ja mal die Verantwortung des Spielenden mit der Chalice, darauf aufzupassen. Hat er gut gemacht, der Marc. Nächste Runde kommt St. Catherine runter. Dann ist die Frage, ob es schon die Antwort hat. Okay, Bowmaster kaufen hier erstmal primär Zeit, würde ich sagen. Die können die Bombardiers halt totblocken. Okay, Bowmaster resolved. So, 4 Blocks.
Also man opfert den Mox, um was wegzuschießen. So, der hat Menace, das heißt, er kann jetzt nicht mehr totblocken. Dann geht der Damage sogar komplett durch, weil man nicht mehr blocken kann. Nochmal ein Mox und ein Spirit Guide, okay. So, jetzt kommt sein Catherine ziemlich sicher runter. Es sei denn, es kommt ein richtig guter Draw. Das war ein Brainstorm, glaube ich. Ja. Genau. Wir ziehen eine extra Karte. Lorien revealed. Tja, die müsste man jetzt vom Tisch kriegen. Die müsste man vom Tisch kriegen, um die letzten Damage durchzumachen. Tatsächlich ist es doch das Einzige, was noch stört, ne? Wenn man die Catherine einen Zug handeln kann, wird ja in die Top-Karten geschaffelt, dann sollte man Stand jetzt genug Damage durchbekommen, gerade weil auch die Prahlenträger irgendwann noch kommen. Das sieht nicht danach aus, als hätte man einen Removal. Ich glaube, dann wäre die Überlegung kürzer. Die eigenen kommen ja normal. Die eigenen Non-Basic Lands kommen ja weiter ungetappt ins Spiel. Ist also kein symmetrischer Effekt von dem Archon of Emeria. Das riecht nach einer Antwort. Wir haben noch zwei Mana im Pool. Hardcast Solitude. Ich bin gespannt. Nur nicht in Kombat gehen. Okay, das riecht nach Hardcast Solitude. Okay, die Army wird abgestellt. Das heißt, man hat den Attack. Man kann momentan allerdings nicht bezahlen, um die Solitude irgendwie ins Gesicht zu schießen. Kostet das nichts, das Prahlen? Ah ne, das Prahlen hat gar keine Kosten. Okay, sorry. Dann hat es genau gereicht. Also sehr gut. Hier die Line gefunden, um die Catherine da aus dem Spiel zu nehmen, damit kein Live-Link passiert. Ah, steht es 1 zu 0. Dann passen wir das doch mal an. Gut. Okay, dann schauen wir mal in die Sideboards. Was kommt denn da rein? Gute Frage. Wenn beide Null Rot im Sideboard haben. Graveyard Hate mit der Fairy wahrscheinlich nicht. High Noon, eine neue Karte. Wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob es die exakt richtige Liste ist. Ich glaube, so richtig viel wird da an beiden Seiten gar nicht geboardet. Aber schauen wir mal, was sich da jetzt noch ergibt. Danke an alle, die reinschauen übrigens. Willkommen an eurem Sonntag hier mit Legacy bei MagicBlocks.de. Live aus Ulm, aus dem zum Waschbären. Wir haben heute vier Runden Legacy für euch. Ich schaue nochmal kurz.
dass die Anzahl da tatsächlich korrekt ist. Ja, 14 Spielende. Wie gesagt, in Ulm und Umgebung ist ein bisschen Hochwasser angesagt. Das heißt, ich weiß von einigen Personen, die da jetzt daran scheitern, heute teilzunehmen. Gerade unterhält man sich, wie gut doch die Surveillance sind. 14, ja. Tarok, 14 diesmal. Wie gesagt, Top 8 Listen findet ihr hinterher wieder auf mtgtop8.com. So, ich kann mal nebenbei allerdings gucken, was der Markt im Vergleich zur letzten Mal geändert hat. Die Liste war jetzt bloß kurzfristig nicht schnell genug abzutippen. Ja, das Sideboard sieht ein bisschen anders aus. Er hat einen Lauren of the Third Path drin, Pyrokinesis, einen Meltdown ist drin. Zwei Red Elemental Blast sind drin. Drei Schwerter, drei Fairies. Also es sieht ein bisschen anders aus, das Sideboard. Das Main Deck sieht unverändert aus. Ah nein, wir spielen zwei Boromirs, Warden of the Tower. Die sind in der Liste hier noch nicht drin. Also betrachte die Liste von Borits Initiative rechts bitte mal eher als grobe Richtlinie. Sie ist nicht hundertprozentig korrekt. So, ich brauche einfach irgendeinen frei. Aber ich würde sagen, die Videoqualität ist doch diesmal sehr gut, oder? Also da kann man doch, glaube ich, ganz entspannt in Legacy gucken. Zumindest bei meiner Vorschau hier sieht alles gut erkennbar aus und auch stabil. Jo, super. Wer übrigens mich auch mal wieder Magic spielen sehen möchte, am Freitag. Sind ja die Pre beginnen die Pre-Releases zu Modern Horizons 3. Ich spiele am Freitag beim Shippy, bei Magic Shippy, das Pre-Release-Event wieder mit. Ich habe auch schon meinen Pool. Baue den auch. Ihr könnt also am Freitag ab 14 Uhr bei Shippy einschalten. Und euch schon mal Modern Horizons 3 Sealed anschauen. Am Samstag bin ich dann selbst in Ulm und spiele zwei Pre-Releases und dann habe ich mal die erste Druckbetankung für Modern Horizons 3 hoffentlich drin, denn ich spiele in Amsterdam auch zweimal Modern Horizons 3. Einmal den PTQ am Samstag, falls das Wiedererwarten nicht reichen sollte für Day 2, habe ich am Sonntag auch noch ein zweites Sealed für Modern Horizons 3. Also ihr werdet mich da eher bei den Sealed-Tischen finden als bei den Legacy-Tischen. Habe auch einige Karten aus dem Cube schon rausgesucht, die ich unterschreiben lassen möchte. Es sind ja viele Artists da. Okay, Heavy Decisions. Ich habe leider nicht genau erkannt, was rausgeht. Waren es die Boromirs? Aber schauen wir. Die Archons haben, glaube ich, gerade überzeugt. Die haben dem Beanstalk schon einiges an Tempo genommen. Diesen Evasive. So, Beans beginnt natürlich, nachdem sie verloren haben.
So. Wie schätzt ihr das Matchup ein? Wer ist hier Preboard, Postboard favorisiert? Ich meine, wir haben jetzt von dem Boros Initiative-Deck noch nicht wirklich diesen Initiative-Teil gesehen. Das hat sich ja eher so gespielt wie Boros, ja, Kontrolle, ne? Oder sagen wir mal so Boros in Texas. So hat sich ja eher gespielt. Eieiei. Leute, Timer, 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 Timer. Jetzt hat mal Last-Minute-Decisions doch noch was umzuboarden, oder was? Na gut. Interessant. Eieiei. Also, Kollegen, das ist. Ed, hi, grüß dich. Das ist etwas lange Sideboarding-Frist. Ihr wollt potenziell noch zwei Spiele schaffen, ne? Ich sag's ungern. Jetzt müssen Sie sich ein bisschen ranhalten, die beiden. Also deswegen klare Empfehlung, bringt euch Sideboard-Guides mit, um genau diese Situation ja nicht zu haben, ne? Ihr verschwendet ja auch eure eigene Zeit, von der Coverage ist mal abgesehen. Schreibt euch auf, die Matchups, das sind jetzt ja auch keine Decks, die man nicht sieht. Also auch im Legacy kennt man die Decks. Wenn dann doch mal ein Deck nicht auf dem Sideboard Guide steht, okay. Aber ansonsten macht zu Hause eure Sideboard Guides, macht schnell die Swaps. Da ist jedem. In der Situation verbrannt man es dann oft eh. Insofern. Empfehlung geht raus an die beiden. Deflecting Palm, übrigens eine interessante Antwort auf St. Catherine, oder? Ich glaube, die Karte ist auch immer noch in seinem Sideboard. Glaube, das prevented in Damage. Ja. Also man kann den Lifelink-Hit von St. Catherine preventen und redirecten. Interessante Sache. Ich glaube nicht, dass man es hier zwingend reinholen muss. Die zwei Deflecting Palms sind aber noch im Sideboard. Die sind, glaube ich, eher für die richtigen Heavy Hits. So, Mulligan Decisions sind angesagt. Okay, also Mark keept. Stefan ist auf dem Mulligan. Da waren No Lands bei Beans, höre ich gerade über den Table Talk. Das geht dann gerade für so ein Deck nicht. Also man muss seine Landdrops schon hitten in Beans. So, ein Dresdow, eine Caffrey, zwei Länder, ein Uro, drei Länder und ein Uro. Ja, ist so eine Hand, oder? Caffrey geht erstmal weg und dann gib ihm. Aber das war auch ein relativ straightforward, ne? Mulligan Decision, meiner Meinung nach. Basic Mountain Gaming ist angesagt. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, ob er die St. Catherine noch im Main Deck hat, der Boros-Spieler. Prüfe. Die ist nicht mehr drin. Das heißt, es gibt kein Miracle mehr, was aus dem Boros-Deck springen kann. Wie gesagt, rechts die Liste eher so eine grobe Orientierung. Land Go ist angesagt. Bin mir nicht sicher, ob das Initiative-Deck das Land-Go-Deck sein möchte. Klingt nicht nach dem besten aller Pläne. Die Hand sieht schon recht geschmeidig aus bei Beans.
Das ist schon eine sehr langsame Hand, die man da gekeept hat, oder? Kein Play auf 2. Hat man vielleicht eine reaktive Hand gekeept mit dem Blast auf der Hand, in der Hoffnung, da irgendwas zu treffen? Ja. Sucht man das weiße Mana? Der berühmte Doppelfetch. Mal gucken, ob da noch ein bisschen was aus der Hand gleich rausspringt. Würde mich mal interessieren, was Mark da gekeept hat. Weil so gar nicht aufs Board kommen, kann eigentlich nicht der Plan sein. Aber Mark spielt ja schon eine Weile das Deck, insofern weiß er das sehr wahrscheinlich besser als ich. Ja, Manfli ist immer am ersten Sonntag im Monat. Ed, kannst du dir in deinen Kalender eintragen? Einfach regelmäßigen Termin. Erster Sonntag im Monat, 11 Uhr. Bei Magic Blocks eh den Stream anwerfen. So einfach kann es sein. Rest-Down-Cyclen, ja. Das war eine Force. Jetzt wird es aber langsam wirklich haarig, würde ich sagen. Murktide. Jetzt wird's haarig. Uro macht nichts in Anführungszeichen, weil da noch ein Dressdown lag. Jetzt hat man einfach den Beater auf dem Board, der jetzt was macht. Und ein Murktide auf der Hand, eine Force. Ich weiß nicht, wie man da zurückkommt mit Boros. Ja, SCG schauen war schon so eine Zeit, ja. Erinnere ich mich natürlich. Das war immer die Nachtschicht. Zeiten sind vorbei, jetzt sind wir das SCG hier. Punkt. Und halt am Mittag. Das ist ein bisschen verständlich, vielleicht nicht für jeden was am Sonntag. Ja. Cavern of Elemental. Das castet immer noch kein Solitude, leider. Noch eine Force. So, ja, ich glaube, also ich glaube nicht, dass Boros hier zurückkommt. Ich wäre hart impressed, sagen wir es so. Gegen die volle Hand, die so ziemlich jede Antwort hat bei Beans. Es kann jetzt immer sein, dass man rausgeflutet ist. Ja, Paddle macht einem jetzt nicht so die Angst. Das Turn 5 Paddle. Puh. Als flasht man Solitude wahrscheinlich rein, oder? Ja, das wird jetzt. Die Cavern sorgt dafür, dass es zumindest mal resolved, aber ob das jetzt als Threat reicht. Man ist auch schon auf 10. Mittelfristig kommt der Murktide. Die Force ist auch schon auf der Hand. Okay, man holt sich natürlich ein bisschen Leben zurück mit Solitude.
Ja. Danke an den Tisch. Elemental ist angesagt. So, hat man hier Sorgen anzugreifen? Also vielleicht, aber hat man eine Wahl? Ich meine, man muss ja irgendwann auch mal den Pressure aufbauen. Das Long Game gewinnt ja Beans dann immer.26 Leben ist natürlich auch ein schönes Polster. Und jetzt ein Bowmaster. Garstiger Ochse. Also Token hat, es wurde gepinkt, Token springt rein. Das waren die Actions, deswegen gar kein Token erst im Spiel. Kleiner Shortcut. So, also man spielt jetzt einfach das kontrollige Spiel von Beans Seite. Man committet jetzt hier nicht viel aufs Board oder versucht gar nichts erst großartig zu committen, sondern sagt, ja, mach du was. Ich hab dich auf 12. Ich greife an. Oder die Mana-Basis tut gerade auch ein bisschen weh. Und ziemlich alles, was man etwas teurer casten will, kostet halt mindestens 2 Leben. Mit den ganzen Ancient Tombs. Das war, glaube ich, ein Brainstorm, oder? Der da gerade gezogen wurde. Force, Force. Nochmal Schwerter. Jo. Irgendwann hat man auch zu viele Forcen, ne? Aber es ist kein Fetchland dabei. Das heißt, man hat, glaube ich, keinen Shuffle-Effekt, oder? Nope, ich sehe keinen Shuffle, oder habe ich ihn übersehen? Das heißt, man zieht auf jeden Fall auch die beiden. Vreed of Leer, einmal Murktide Regent, ein Instant Sorcery war dabei. Dann war wahrscheinlich auch der Grund für den Brainstorm. Okay. Sehr diszipliniert da von Beans zu sagen, ja, okay, der ist eh nicht dick genug. Der ist nicht der Threat, den ich gerade zusätzlich brauche. Okay, wir werden wohl wenig Länder noch sehen. Was gar nicht so leicht ist, ne? Man braucht potenziell vielleicht nochmal eine zweite weiße Quelle. Schauen wir mal. I have to prüfe, was das für Karte ist. Gute Frage. Caves of the Chaos Adventurer ist das, glaube ich. Hi, Suhex. Wir sind 14 Spieler in Ulm. Chaos Adventurer. Ein Barbar. 5-3. Initiative am Start und jetzt verliert man halt die Initiative. Das ist meistens das Todesurteil für die Boros Decks, weil sie sie jetzt nicht zurückholen können. Also der Orcish Bowmaster holt sich jetzt die Initiative.
Das Game 2. Steht 1-0, Initiative als erstes Spiel gewonnen. Tatsächlich bin ich skeptisch für das dritte Spiel. Man hat, glaube ich, einfach beim Sideboarden nach Game 1 ein bisschen viel Zeit vertrödelt. Das hätte man besser lösen können. Müssen wahrscheinlich. Ist, glaube ich, auch so ein Slot, wo Boros hier auch conceden kann, ne? Um das dritte Game vielleicht noch zu schaffen. Weil bei aller Liebe kommt man hier je zurück. Klar, es kann jetzt nicht gecountert werden. Ich glaube, in 14 Minuten finisht das Beanstalk dieses Spiel hier immer für den Draw. Aber man selbst könnte vielleicht noch ein schnelles drittes Spiel gewinnen. Aber die Vorzeichen stehen hier auf 1-1, muss man fairerweise sagen. Sowohl für den Zwischenstand nach diesem Spiel als auch für das Endergebnis. Da ist ein Murktide, noch ein. Ja, man lässt die Threads jetzt einfach oben. Und dann wird rumgefreddet. Wahrscheinlich fängt man sogar mit dem Bowmaster an. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Beans-Experte. Eins. Zwei Instants und Sorceries in dem Friedhof. So, die Framerate ist gerade ein bisschen vielleicht hinterher. Das ist aber, glaube ich, bei Magic jetzt nicht ganz so schlimm, wenn die Framerate mal nicht 60 FPS ist. So, gegen Schwerter und sowas kann man schützen. Gegen das nächste Solitude kann man nicht schützen. Wird auch gerade am Tisch gefragt, kommt da das dritte Solitude? Okay, also ist, glaube ich, ein Slot, in dem man das tatsächlich auch machen kann. Um da vielleicht noch ein drittes zu schaffen. Okay, also dann steht es jetzt hier 1-1. So, 1-1. Für den Friendly Table Banter ist jetzt die Zeit knapp, ne? Also shuffle it up. Und go for it. Ich glaube, der Rundentimer, der euch unten eingeblendet ist, ist auch sehr synchron zum, ja, so eine Minute, ein paar Sekunden länger. Also das Timeout müsste dann relativ genau passen. Wir haben schon vier andere Ergebnisse. Insofern ist auch schon die Runde recht weit fortgeschritten. Das Gute ist, wir werden wenig Downtime haben. Es wird direkt zur nächsten Runde gehen, was ja auch ganz cool ist. Mehr Magic für euch mit kürzeren Pausen und weniger von meinem Gesicht. Dies, das, jenes. Ich gucke nochmal kurz in die Technik hier nebenbei. Ja, die Bitrate sieht schon okay aus, die FPS. Vielleicht nicht ganz konstant, aber bin ansonsten doch recht zufrieden, wie wir die Technik diesmal am Fliegen haben. Gut, gut, gut. So, an alle, die übrigens gerne mal mitspielen in Ulm. Ich freue mich, wenn ich die Decklisten am Abend vorher habe und wenn ich sie auch digital habe.
in einer leicht kopierbaren Version. Ausgefüllte ganz normale Deck Registration Sheets sind ein bisschen schwierig, die muss man auch schier abtippen. Auch der Mark hat sie in einer etwas anderen Form geschickt. Also tatsächlich straight Text einfach untereinander weggeschrieben oder eine Online-Liste sind für mich die schnellste Möglichkeit, das hier einzubinden. Dann könnt ihr euch vorstellen, wenn es höchstens mal nur 14, aber bei 20 plus Spielenden, dann ist das schon auch ein bisschen Arbeit, die ganzen Decklisten da reinzukriegen. Suhex, vielen, vielen Dank für dein Prime-Abo. Freut mich, dass du genug Bock auf Legacy hast dafür. Fairerweise ist der Stream ansonsten relativ oft aus. Aber dafür schon. Wobei ich jetzt in den nächsten Wochen recht viel Modern Horizons 3 üben werde. Da kann es durchaus mal sein, dass ich am Abend den Stream anwerfe. Weil ich, wie gesagt, Limited üben muss für Amsterdam. Weil ich den PTQ spiele und es kommt ja nach Arena, das heißt, es ist eine recht bequeme Variante, Modern Horizons 3 zu spielen. Also, ich kann nicht ausschließen, dass ich da einfach mal ganz spontan online bin und einen Draft spiele. Tatsächlich, Sealed müsste ich eigentlich üben, aber der Sealed Deckbuilder ist halt leider richtig übel bei Arena. Mal gucken. Pre-Releases sind jetzt am 7., am 5., also am diesem Mittwoch, sind wir beim Early Access dabei von Arena. Da könnt ihr also zum ersten Mal bei den Streamern das sehen. Ein bisschen Modern Horizons 3 in der Vorschau. Ansonsten kommt es übernächste Woche Dienstag. Das ist der, lasst mich lügen, 9., 10., 11., 11. Juni kommt es nach Arena. Also das der Dienstag nach dem Pre-Release. So, da wurde mal geforst. Lasst uns Pitchkarten tauschen. Mana ist trotzdem da. Jo, ist ja auch was. So, einmal Plateau bitte. Das Initiative-Deck ist ja ein recht kostengünstiges Deck. Ah, du bist auch in Amsterdam. Ja, dann sag hi, ne? Dann laufen wir jetzt doch in Amsterdam über den Weg. Da ist er, der Boromir. Reicht das? Wir wollen die 2. Wachsamkeit dry. Wenn kein Mana gewirkt wird, dann wird es neutralisiert. Wir können Unzerstörbarkeit geben. Der Ring temptet dich. Ist eine Clock und tatsächlich auch ein bisschen nervig. Also man kann es sicher beantworten, daran scheitert es nicht. Aber man muss es halt auch beantworten. Ja, da haben wir Mana für bezahlt. Da war ein Bowmaster dabei und ein Fetchland. Das heißt, wir können auch perfekt brainstormen und einfach mal durchschaffeln. So, 6 Minuten auf der Uhr. Es deutet so ein bisschen an, dass eben genau dieses Sideboarden nach Game 1 hier jetzt die Entscheidung verhindern könnte. Auch wenn die beiden jetzt natürlich zügig genug spielen, daran scheitert es jetzt nicht. 2 Handkarten, wenn der Boromir beantwortet wird, dann läuft es wahrscheinlich auf den Draw hinaus. Morlandos. Affenbeatdown ist angesagt.
Schwerter. Ja, Schwerter Bowmaster. Das wird nicht reichen als Glock, was da gerade rumrennt. Aber die Glock von Stefan wird jetzt auch zeitlich knapp. Man muss ja noch mal schwertern. Das heißt, da kommt auch noch mal ein bisschen Leben dazu. Wobei, das sind zwei Tundras, ne? Das heißt, der Bowmaster kommt zumindest nicht jetzt runter. Why not? Ja, ich glaube auch. Warum soll das nicht passieren? Also, realistisch gesehen sind jetzt beide auf einem Draw, ne? Eher auf dem Trend, nicht zu verlieren. Okay. Ah, okay. Ja, okay, jetzt wird es vielleicht sogar noch reichen. Das ist ein relativ dicker Regent. Den habe ich gerade nicht auf der Hand gesehen. Ja, jetzt braucht es die Antwort. Eine Force sehe ich nicht. Wir können Solitude hardcasten. Wenn es mal kein Hardcast Solitude ist. Immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Jetzt hat man zwar den Roadblock aus dem Weg geräumt, aber natürlich auch die Glock wieder langsamer gemacht. Ja, da kam die Force übrigens. Bowmaster. Das sind viele Lands. Die reaktiven Karten nützen gerade nicht so viel, wenn man das Board beantworten muss. Jetzt kommt der Bowmaster runter. Ja. Der Affe kommt ungeblockt durch. Archon, okay. Pre-Commit Archon wäre ja gar nicht so schlecht gewesen, ne? Also rückwirkend ist man nicht immer schlau. Dann hätte man die Solitude nicht reinjolonen müssen. Jetzt wird dann doch geblockt. Ich glaube, jeden Fred legt mir jetzt noch hin. Mystics. Ne, es war ein Basic Island. Jetzt flattet natürlich das Beanstalk ziemlich raus. Ist eine Two-Turn-Clock, jetzt eine One-Turn-Clock. Cardcast. Wir bleiben also bei 4. Jetzt muss der Draw her. Wenn man das rote Mana jetzt gelegt hat, das riecht ja nach einem Blast, ne? Wenn das rote Mana jetzt so wichtig war, die zwei Mana da zu opfern. Terminus ist ein Out, ja. Murktide. Murktide ist in Anführungszeichen kein Out.
Hat es gereicht für Boros Initiative 1-0, quasi mit dem Auslaufen der Zeit. Hätte man ruhiger haben können, ohne großen Zeitstress. Aber Glückwunsch an Marc, der jetzt 1-0 steht. Also insofern haben wir den ersten. Ich glaube auch das erste Mal, dass wir in der Coverage den Marc mit Boros Initiative haben. Insofern alles gut. Ich hole euch mal kurz auf die Kamera. Hallo an alle, die vorher noch nicht da waren. Schön, dass ihr reinschaut. Willkommen am Sonntag beim Legacy Monthly aus dem zum Waschbären in Ulm, veranstaltet von Raccoon Rises. Da könnt ihr sehen, worum es geht. GG. Ich schaue mal, ob alle Ergebnisse schon da sind. In der Tat war das letzte Match in der Runde. Time ist nebenbei auch. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gehört habt. Ich glaube nicht. So, was sehe ich denn da? Die Lance-Liste hat verloren, sehe ich zum Beispiel. Doomsday hat gewonnen, sehe ich. Maverick hat gewonnen. Goblins hat gewonnen. Schauen wir mal, was uns jetzt präsentiert wird in der nächsten Runde. Die Auswahl der Matches findet üblicherweise in Ulm weg. Tatsächlich, inzwischen ist es Initiative wirklich nur noch am Rande, ne? Wir haben wenig Beanstalk und wenig Initiative gesehen. Du hast recht, Tarok. Also es macht jetzt, glaube ich, wenig Sinn, hier in was anderes reinzuspringen. Insofern warten wir kurz, bis die nächsten Pairings da sind. Was wir dann in der Zwischenzeit kurz machen. Ich mache einen ganz kurzen Break. 2-3 Minuten, denke ich, dann bin ich wieder da. Und dann geht's weiter mit Magic aus Ulm. Sorry, jetzt hört er mich ja wieder. Da sind wir wieder, nächste Runde ist gepairt. Ich weiß nicht genau, was ich für einen Tisch bekommen habe. Ich spring mal hin und wir passen es dann einfach on the fly an, würde ich sagen. Okay, wir haben, glaube ich, Philipp Krieger gegen Jakob. Maverick gegen Reanimator, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Ich passe mal schnell das Overlay an. So, also Inforunde. Wir sind in Runde 2. Es steht 0 zu 0. Wir haben rechts den Philipp, würde ich behaupten. Die sollten beide 1-0 stehen, die Spieler, ohne das jetzt verifiziert zu haben. Und links den Jakob. Oh, des Moon Goblins habe ich es mal genannt. So. Dann der Cut. Die Runde startet auch. Rundentimer läuft. Läuft. So, hier. Let's go. Ich habe es mal Moon Goblins genannt. In Ermangelung eines besseren Namens. Blood Moon, relativ cool, natürlich gegen das Merrick Deck. Okay. So, ich verifiziere noch mal kurz, dass die beiden 1-0 stehen. Bin gleich mal weg, Moment. So, da sind wir wieder. Sehen einen Mox. Hab ich irgendwas verpasst? Ich wollte noch schnell gucken, ob es denn wirklich so ist, dass die beiden 1-0 stehen. Yes, das ist ein 1-0-Table. Ja, Classic Turn 1 Fable. Cool. Macht Dinge. Das ist Kartenqualität und Pressure. Das war ein Wasteland auf die Ancient Tomb. Dryad Arbor wird mit Green Sun Zenith geholt und wieder reingeschaufelt, der Zenith. Ich meine, Mana macht man ja jetzt mit dem Attack. Vom Goblin Token. Also allein daran wird es jetzt mal nicht scheitern. Da geht noch mal ein Chromox mit. Treasure, noch ein Ancient Tomb. Was ist das Follow-up? Was liegt da drunter? Ein Schwerter? Ein Secret Lair Schwerter? Nee, kann nicht sein. Ich habe keine Ahnung, was da drunter liegt. Unter dem Mox. Einmal Magus of the Moon, bitte.
Ach, das ist ein Blattmohn. Okay. Danke, Suex. Fairerweise, ich spreche zwar im Podcast, übrigens frisch gemischt, der Magic Podcast, überall, wo ihr Podcast hören könnt, mit dem Solaris Kai, dem Shibi und mir. Aber bei Secret Lairs bin ich tatsächlich jetzt manchmal ein bisschen hinterher, was die Artworks betrifft. Die erkenne ich nicht so gut. Ein kleiner Judge Call. Ich glaube, es geht darum, was unter dem Moon-Effekt von Magus of the Moon passiert. Einmal Sylvan Library. Dann flippt die Fable nach dem Draw, natürlich immer Beginning of Main Phase. Das ist eigentlich ist es ein Den of the Bugbear, aber streng genommen ist es jetzt ein Mountain. Beats. Random Fury, einfach so hart. Grüß Gott, KMP. Danke fürs Reinschauen. Willkommen bei uns. Du schaust Magic aus Ulm. Und du schaust zu, wie der Philipp Krieger gerade verkloppt wird von roten Bietern. Ja, genau. Der Damage hat noch gefehlt von den zwei Ancient Tomb Activations. Oh, wird hart, ne? Extra Karte nehmen ist fast nicht mehr möglich. Er hat gesagt, ohne Targets. Er hätte die Dryade. Die Dryade ist momentan ein Mountain. Die kann er. Ist sie gleichzeitig noch eine Kreatur? Hi, Mistliefel. Ja, das ist Legacy. Auch da ändert sich immer wieder mal was. Ich glaube, die Triade ist doch ein Mountain und keine Kreatur gerade. Aber, also man wollte es Fury kopieren, das ist verhindert worden mit einem Schwert. Goblin Rubble Master. Wir haben den Kollegen eigentlich das Spielfeld ganz gut markiert. Da liegt außerhalb noch ein Rubble Master. Eine unserer Verbesserungen übrigens, mit Tischklammern zu markieren, wo der Sichtbereich ist. Hat noch nicht funktioniert, muss ich noch ein bisschen durchsetzen. Aber alles gut, wir haben den Rubble Master ja gesehen. 2, 4 ist nicht Liefel. Ah, schaut hier. Hat doch gefruchtet. Ohne dass ich Feedback geben musste. Sehr gut. Ah, schwierig, ne? Das ist tatsächlich nicht Dauer aufgebaut, aber in einer halben Stunde aufgebaut. Also wir haben alle Technik da vor Ort, bis auf den Laptop und die Kamera vom Sebastian, vom Freakler, der da ja immer vor Ort das macht. Aber der Live-Counter, wir haben eine extra Live-Counter-App, die das live in den Stream überträgt. Deswegen seht ihr zum Beispiel auch den Live-Counter nicht und ich muss ihn trotzdem nicht mitzählen. Die Spieler tippen da selbst drauf rum und es wird einfach direkt in den Stream eingeblendet. Ja, das wird, glaube ich, jetzt nichts mehr. So, also. Dann steht es jetzt 1 zu 0 für die Goblins. Dann sideboarden wir doch mal eine Runde. Ja, tatsächlich gibt es Überlegungen, da dauerhaft einen Aufnahme-Streaming-Platz einzurichten an dem Tisch, wo das jetzt hier stattfindet. Mal gucken, noch sind wir nicht ganz so weit.
Aber ja. Momentan ist auch ganz gut. Es ist in einer halben Stunde aufgebaut, abgebaut. Also wirklich auch kein großer Aufwand. Und ich glaube, die Qualität ist diesmal wirklich gut. Da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Nochmal der Hinweis: Das Video on Demand landet danach auch auf YouTube. Falls ihr also eine Runde verpasst oder Teile verpasst habt, könnt ihr es nachschauen auf YouTube. Ich denke mal am Montag, Dienstag. YouTube braucht dann immer einen Augenblick, das nachzuprozessieren, wenn ich dann noch die Intros und sowas wegschneide. Genau, ansonsten, wie gesagt, die nächsten Tage seht ihr uns beim Stream-Event für Modern Horizons 3 am Mittwoch. Ob wir selbst streamen, glaube ich nicht, aber wir werden in den Queues sein und wir werden wahrscheinlich auch Gameplay aufnehmen. Am Freitag seht ihr dann das Pre-Release beim Chibi, da bin der Sebastian und ich am Start. Modern Horizons 3 Sealed ist angesagt. Und allgemein wird es die nächsten Tage immer wieder Content rund um Modern Horizons 3 jetzt natürlich primär geben, nachdem dieses Legacy-Event hier aufgetaucht ist. Mr. Snake. Ja, einen sehr ausgesucht guten Morgen. Oder Mahlzeit, wie man es auch immer gerne hätte an so einem Sonntag. So, nochmal Hinweis: Wir haben mit 4 Runden Legacy, 14 Spieler sind am Start in Ulm. Der eine oder andere musste leider überschwemmungsbedingt skippen. Ansonsten haben wir ja gerne auch mal so 5 Runden. Also, wer mal in der Gegend ist und Bock auf Legacy hat. Be our guest. Wieder keine Sideboard-Guides. Die große Kunst der Sideboard-Guides ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Jetzt für so ein Legacy-Monthly ist es noch okay. Aber sobald ihr größere Turniere, Constructor-Turniere spielt, ich kann es euch nur empfehlen, nehmt einen Sideboard-Guide mit. Es sei denn, ihr kennt wirklich die Sideboarding-Pläne in- und auswendig. Meistens ist die extra Überlegung dann den Aufwand nicht wert. Natürlich beginnt jetzt Maverick. Nach dem schnellen Start von den Goblins gerade. Collector Uf ist sicher reingekommen. Endurance ist sicher reingekommen. Force of Vigor. Schauen wir mal, was da so passiert. Ist natürlich immer ein bisschen die Dark Devs Combo, die hier auch droht, die jetzt hier eigentlich nicht ganz so präsent ist wie in einem Land Stack. Cool. Was kommt denn aus der Goblins Liste noch rein? Noch ein Magus? Vielleicht. Das Quick Reflexes sieht man immer wieder mal, ja. Gerade in den Lands-lastigen Listen. Also es ist jetzt sicher kein Four-Off oder sowas, aber man sieht es immer wieder. Ja, das mal ein Start. Forest Zenith into Dryade. Er zeigt tatsächlich, dass er diesen Forest hat, diesen Wonder Forest übrigens, ist hier jetzt natürlich tatsächlich relativ elementar. Da ist wieder der Boy, den wir vorhin schon gesehen haben.
Okay, also der Moonplan ist gerade ein bisschen abgestellt. Das ist ein Outland Liberator, ist das? Der macht Artefakte kaputt. Da sind sie wieder, unsere Bombardierfreunde. Ja, die sind schon auch eine Glock, ne? Die sind auch gut angekommen im Legacy-Format. Ah, da. Dark Deaths und da liegt eine Stage. Das ist ein Problem. Ich meine, die haben Menace, glaube ich, die Bombardiers. Wir hatten sie vorhin im Chat. Die haben Menace. Das heißt, sie können so. Man braucht das Mana. Tja, und dann kriegt man einfach die beiden Bombardiers und den Ape ins Gesicht und dann ist das Marit Large Token egal. Genau, GG ist angesagt. Genau, also man unterhält sich gerade nochmal, deswegen habe ich gerade mal im Table Talk zugehört, ob man da irgendwie die Blocker zusammengekriegt hätte. Man hätte wohl nicht. Also Bombardier ist eine Magic-Karte, ne? Die haben mal eben die 18 Damage da gefühlt alleine gemacht. So einen Affen da einfach für 5 ins Gesicht zu schießen. Lava X for free. Fast. So, dann springe ich doch mal kurz in die Facecam. Das war jetzt eine relativ schnelle Runde. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen Luft haben. Und dann würde ich das sagen, wir gucken uns mal ein bisschen Modern Horizons 3 an. Habt ihr Bock? Wie gesagt, am Wochenende sind die Pre-Releases. Wenn ihr Bock habt, schaut in euren Local Stores vorbei. Meldet euch gegebenenfalls sicherheitshalber an. Auch das schadet nie und gibt denen ein bisschen Planungssicherheit. So, und dann springen wir hier rüber. Ich habe mal Scryfall aufgemacht. Modern Horizons 3 ist angesagt. Ja, ich guck mal kurz, sortiere meine Fenster. Sowas nicht gedacht. So, jetzt muss ich es kurz wieder richten, nachdem ich es kaputt gemacht habe. Via Depp. So, kriegen wir hin. Okay, großes Thema Eldrazi sind angesagt, ne? Also, neuer Emrakul, cool, die drei Großen sind zurück. Hier sehen wir auch schon die erste Karte, die vielleicht sogar für Legacy aus den Sideboards relevant werden könnte. Der gute Null Elemental Blast. Auch das sehen wir in der Edition sehr oft, dass wir Karten haben, die Plays auf bestehende Karten sind. Die einfach in ein anderes Thema shiften, aber so ähnlich sind. Dann Null Drifter müsste hier da auch rumfliegen. Genau, Null Drifter offensichtlich.
Anleihe an Maldrifter. Tickt ja auch ziemlich ähnlich, dass dann Anelia 3-1 noch drauf. Okay. Genau. Also, es wird viel Eldrazi. Es gibt auch einige Ramp-Karten. Wir haben die Eldrazi-Spawn, die für Mana tappen, zurück. Ich glaube, der macht zum Beispiel, wenn man cycelt oder castet, ein. Es gibt auch so ein paar Möglichkeiten, Richtung dieser Eldrazis zu rampen. Wobei natürlich auch andere Decks sich über solchen farblosen Ramp freuen. Also das könnte im Limited tatsächlich ein Kampf werden, die Dinger dann auch zusammenzubekommen. Genau, Commands haben wir wieder mehrere. Hier ist Kozilek Command. Also insofern, weiß nicht, ob davon was im Legacy landet. Eher so die günstigsten Spells, ne? So ein Blast vielleicht. Den könnte man da vielleicht schon sehen. Man braucht halt eine Quelle für das farblose Mana. Für das explizit farblose Mana. Das sollte sich aber üblicherweise einrichten lassen. So, und ansonsten sind die Mechaniken querbeet, um es mal nett zu formulieren. Ich muss mir kurz den Table auf den zweiten Screen legen. Ja, damit ich sehe, wenn es da weitergeht. So, wir haben so auch ein paar Änderungen, was das Wording betrifft. Hier zum Beispiel die Doc Umbra. Das heißt jetzt also Umbra, es hieß früher Totem Armor. Und jetzt heißt es Umbra Armor. Das wurde also ein bisschen leicht umgewürdet. Gucken wir mal, hier ist zum Beispiel die Flare of Fortitude. Auch das sind Cycle, die Flares. Wieder ein Pitch-Cycle. In dem Fall ist das Pitchen allerdings, wir müssen eine Nicht-Token-Kreatur in der Farbe opfern. Das sollte Weiß relativ problemlos hinkriegen. Und das ist auch, glaube ich, eine gute Karte. Ne? Ihr könnt nicht verlieren und eure Permanents kriegen Hexproof und Indestructible. Das ist eine ganz gute Reaktion auf irgendwas. Insofern starke Karte. Gucken wir mal, ob es da fürs Legacy reicht. Die ist je nach Farbe ein bisschen unterschiedlich schwer auszulösen. Ne? Wir haben die blaue, die ja auch eine Non-Token-Kreatur opfern muss. Da gibt es jetzt nicht so richtig viele, die man schnell loswerden möchte. Vielleicht mein Delver. Entschuldigt bitte. Weil Murktide ist schon eher nicht die Karte, die man in die blaue Flare reinpitchen möchte. Die Pitch-Elementals, die wir jetzt gerade ja auch schon in Action gesehen haben, wir haben Fury gesehen, wir haben einen Solitude gesehen, die sind in der Edition als Special Guests. Ihr könnt sie also im Boostern aufmachen, aber die Raten sind sehr niedrig. Also in normalen Play-Boostern werdet ihr die Special Guests selten sehen und nur 5 davon sind ja die Pitch-Elementals. Also, ich glaube, 1 zu 64 Packs ist ein Special Guest drin. Das ist schon selten. Das ist also eher so ein, naja, Kniff. So richtig ein Freund bin ich davon nicht, die Karten so selten da reinzupacken. So, ansonsten, wir haben Bestow. Enchantments ist so ein Thema. Die Themen sind querfeldein, aber sie überschneiden sich an Stellen. Wir haben dann zum Beispiel Marken, die wir immer wieder mal haben. Hier wird zum Beispiel Proliferated. Wir haben Energy, das sich durch die Farben quer durchzieht. Das ist auch eins der größeren Themen. Ansonsten viele, viele Dinge, die einfach auf irgendwas zurückverweisen. Ne? Night of the White Orchid zum Beispiel. Noch ein Charm, in dem Fall den Dramencharm. Eher eine Limited-Karte natürlich. Schauen wir mal, wir fliegen mal ein bisschen drüber. Wenn ihr irgendeine explizite Karte habt, wo ihr sagt, jo, die sollte man unbedingt auf dem Schirm haben. Das hier ist zum Beispiel relativ interessant, ne? Das Consigned to Memory. Ist halt ein Stifle oder Colorless Spell. Hab gehört, es gibt Colorless Spells im Legacy. Wir haben gerade schon so einige gesehen. Das teure Brainstorm wird wahrscheinlich nicht reichen.
Hier ist die blaue Flare. Non-Token Blue Creature ist schwerer als zum Beispiel eine rote Kreatur oder eine grüne Kreatur. Nicht unmöglich, aber schwerer. Allerdings, so ein Deck wie Merfolk, das hat natürlich blaue Kreaturen. Vielleicht sehen wir ja das Return of the Merfolks. Ne? Also Harbinger ist eine richtig gute Karte. Also das brauche ich, glaube ich, keinem zu erklären, dass da so ein Sea-Moon auf einem Body, wir haben gerade den Magus in Rot gesehen, das ist in dem relevanten Kreaturtyp, ist das eine Karte. Und das wäre dann auch so ein Deck, was Flair natürlich problemlos spielt. Weil die Counter, daran scheitert es da nicht. Also gerade die zwei, die wir nebeneinander sehen, das wäre auch so ein Package, was wir vielleicht in den Decks wieder sehen. Zwischendurch haben wir immer solche Devolt-Karten, die sind bei den farbigen Karten einsortiert. Insofern da nicht wundern. Devolt ja die Eldrazi-Variante. Hier haben wir zum Beispiel Serum Visionary, natürlich angelehnt an Serum Visions, auf einen Body gepackt. Ich glaube, Tamio meets the Story Circle ist auch relativ interessant. Ja, misslief, ich glaube auch. Also der Harbinger, der wird sicher versucht, der wird sicher getestet. Auch im Modern könnte ich mir gut vorstellen, dass wir ein Return of Merfolk sehen. Da wird ja richtig bunt gerne gespielt in Modern. Die Triome sind da ja so eine Karte. Ein Kartentyp. Genau, also das hier sehr interessant. Es hat kein Read Ahead, aber es macht Dinge. Ne? Es bringt viele Permanents mit in Stufe 2. Schauen wir mal. Ugin's Binding ist, glaube ich, aktuell die teuerste Karte. Ja, warum auch nicht ein basic-lastiges UV-Control, ja? Kann ich mir gut vorstellen. Ugin's Binding ist momentan, glaube ich, die teuerste Karte, wie gesagt. Das ist erstmal ist es nur ein teurer Bounce. Aber wir können nicht unser eigenes bounce, sondern nur gegenüber. Aber bei einem Colorless Spell, bei einem teuren, ist es halt ein Overload, Cyclonic Rift. Da geht halt alles weg. Das war einfach so free, ne? Also nicht repeatable, wir müssen es exilen. Aber es ist schon auch eine Ansage. So, was haben wir hier? Das ist natürlich ein Player Flashback Marauder. In der kleineren Variante. Strictly Better Murder ist hier zum Beispiel ein gefixtes Nightmare. Also, man versucht schon die längerfristigen Spieler abzuholen mit der Edition, muss man fairerweise sagen. Also hier ist jetzt nicht unbedingt eine einstiegsfreundliche Edition. Auf den normalen Karten steht meistens die Mechanik nochmal erklärt, weil es halt auch sehr viele sind. Aber gerade auf den oder ein Downfall, ja. Wobei ein Downfall ja ein Upgraded Murder ist, also. Insofern. Da sieht man ganz schön den Power Creep. So, hier haben wir einen Tutor, hier die Vorschaukarte von MagicBlocks.de. Auf Deutsch das gute alte Shrek-Mobil. Schönes Meme, was da entstanden ist. Ich fliege mal weiter durch. Gargantua, auch das natürlich ein Throwback. Hier ist der Grave Digger als Grave Dig. Schöne Limited-Karte. Mord ist älter als... Boah, puh, gute Frage. Bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, gerade. Aber ich glaube schon, Mord müsste älter sein als Downfall. Downfall hatten wir das erste Mal in Theros und Murder hatten wir in einem der Core-Sets zum ersten Mal. Ohne sie jetzt nachschauen zu können, so auf die Schnelle. Die schwarze Flare. Each opponent sacrifices a creature or planeswalker of the greatest mana value.
Also das teuerste geht, nicht so hundertprozentig targeted. Aber da steht wieder Each Opponent drauf. Ne? Each Opponent, immer so eine Sache. Hier steht immer ein Non-Token drauf. Das heißt, wir können nicht so viel rumtokenisieren. Wir müssen also tatsächlich eine echte Karte reinmachen. Einen Kami, einen Grim Servant, einen Marionetten Apprentice. Da ist der gute neue Golf und die Necro Dominance, auch das Karten. Hier hat man ja schon gesagt, Doomsday könnte hier ein Kandidat für sein. Der neue Golf wird wild diskutiert, ob er gut genug ist und in welcher Form, in welchem Deck. Schauen wir mal. Moment, ich brauche Wasser. Besser. So. Die Quest, auch die Quest hat mir das erste Mal in Sendika. Landfall ist so ein kleines Thema in der Edition. Es gibt so ein paar Karten, auf denen Landfall steht. Hier so eine Mini-Wormcall-Engine in Schwarz. Natürlich gibt es auch Legenden, klar. Auch Bekannte, zum Beispiel Ashling ist da wieder da. Der Phönix, der irgendwie so viele Keywords drauf hat, dass ich immer ein Problem habe, jetzt nochmal sie zu sortieren. Weil das Bestow kostet Collect Evidence. Also, ja, man sieht schon, dass man versucht hat, auch ein, zwei Themen zu klumpen. Es ist jetzt nicht so, als würde man stumpf einfach nur Wilddinge machen. Also es versucht schon auch Überschneidungen zwischen den Themen zu finden. Energy ist quer durch die Edition verteilt. Eldrazi sehen wir hier wieder. Die Void, farblos ist ein Thema. Der Frogmür, Enforcer. Random Prototype, das ist glaube ich eine, ich glaube die einzige Karte mit Prototype. Insofern. Galvanic Discharge haben wir hier zum Beispiel. Das hat mal eins mehr gekostet. Und war eine richtig gute Karte. Hat übrigens keine Planeswalker angetargetet. Also inzwischen choose target creature or Planeswalker. You get free energy. Then you pay any amount of energy that much damage to that permanent. Für ein rotes. Früher hat das ein generisches Mana und ein rotes gekostet und konnte keine Planeswalker anzielen. Das ist noch nicht so lange her. Mok Mok. Mok 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 Mok. Da. Ja. Ja. Wenn alles, was ich habe, ein Lightning Bolt ist, warum nicht? Nebenbei auch ein Goblin, ne? Also. Sehe ich. Ist sicher eine Überlegung. Das hier war mal Bonesplitter. Nur, dass es jetzt eins rot kostet nur noch und Instant Speed equipped werden kann. Und sich selbst equipped, wenn es reinkommt. Also Power Level ist schon gut am Wachsen. Wenn man so die Karten im Vergleich zu früher sieht. Hier ein Counterbalance, eine Color-Shifted-Variante. Ist, glaube ich, inzwischen nicht mehr so gut, weil wir so viele Spells haben, die Möglichkeit haben, günstiger gecountert zu werden oder gepitcht zu werden. Und deswegen sind die Mana-Kosten gerade im Legacy auch mehr verteilt. Ne? Ist jetzt nicht wie früher, dass es mehr auf 1 bis 3 klumpt oder 0 bis 3 meinethalben. Wir haben jetzt auch viele Fünfen und Sechsen und sowas. Und dann wird es halt schon schwieriger zu hitten. Das ist ja auch einer der Gründe, warum man Counterbalance nicht mehr so viel sieht. Tatsächlich gibt es ja sogar Dinge, die man hittet, wenn man Leyline Binding revealed. Also insofern, aber es ist halt zu schwer, zu gezielt hinzubekommen. Das ist das Problem. So, was haben wir noch? Ein Spawn Gang Commander, nochmal ein Goblin. Auch das natürlich wieder eine gute Karte. Den Wheel Effect. Also viele Dinge, die man einfach schon mal gesehen hat. Hier zum Beispiel Colossal Dreadmaw als Living Weapon.
Auch das gibt's. Man kann es halt dann noch equippen und dann macht es das weiter. Für 5 Mana. Also viele interessante Karten. Wieder einen Witness-Effekt, den ich sehr interessant finde, weil der immer passiert, wenn wir eine Marke auf das Witness packen. Die erste ist relativ einfach mit Adept. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Marken drauf zu kriegen. Es würde mich fast wundern, wenn man da nicht irgendwas loopen kann, denn hier steht nicht drauf, Trigger only once per turn. Meine Karte kommt nur auf die Hand. Aber Evolution Witness ist schon eine sehr starke Kammen. Auch gerade in der Edition, wenn man hier schafft, irgendwie noch ein, zwei Marken zu verteilen auf die Witness, einfach so, oder zu proliferaten, puh, dann hat man gut Value generiert, würde ich sagen. Hier ist die grüne Flare. Ja, nur permanent. Die armen grünen Decks, die nur Permanents holen sollen. Hier, non-green token creature, non-token green creature, two basics, one into the battlefield tapped, one into your hand. Das ist okay-ish. Das ist übrigens ein Combat-Trick, auf den ich sehr gespannt bin, Gift of the Viper. Der ist schon sehr aggressiv bepreist, sage ich mal. Untap, 1-1 Counter, Death Touch, Reach. Das snipet eine Menge Dinge weg, ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es der beste Trick im Format ist. Über sie. Spoiler, ich habe mindestens eine in meinem Pool für Freitag. Schauen wir mal. Noch eine Umbra. Ja, der Ed ist, der Ed hat das Messer zwischen den Zähnen. Bei dem muss es CEDH sein. Auch da findet man aber sicher die eine oder andere Karte hier, die zumindest mal interessant ist. Ne? Wir haben hier einen Mana Dog, die tatsächlich ja, also der ist schon gut. Wir erinnern uns zurück an Poison Dart Frog. Das ist eine recht ähnliche Geschichte, außer dass wir jetzt automatisch Death Touch haben. Ich glaube, der Frosch muss es erst kriegen. So, Signature Slam ist ein Punch-Effekt, glaube ich, ja. Six vor der Symbiose. Also auch eine Karte. Hier seht ihr zum Beispiel, dass Retrace drauf erklärt ist. Es gibt aber, glaube ich, eine Showcase-Variante, also eine andere Optik-Variante, wo es dann nicht mehr erklärt wird. Und die könnt ihr auch im Booster noch machen. Solring High, 14 Leute. Wir sind mit Runde 2 durch. Wir haben bis jetzt in Runde 1 Boros Initiative gewinnen sehen. 2-1 gegen 4 Color Beans. Und gerade eben haben die Blood Moon Goblins den Philipp Krieger auf Maverick zerstampft. Und du hättest ruhig da sein können. Es ist relativ wenig Lands unterwegs. Wir haben nur eine Lands-Liste am Start im Haus. Und die Mavericks, die natürlich so ein bisschen auch diese Komponente haben. Genau, weil es so schnell ging, schauen wir jetzt ein bisschen durch Modern Horizons 3 durch. Der Rundentimer sind noch 12 Minuten. Ich werfe mal nebenbei einen Blick. Es läuft auch nur noch eine Partie. Also insofern werden wir auch bald die nächste Runde dann am Start haben. Runde 3 von 4. Wie gesagt, spätestens denke ich am Dienstag ist das Video hier auch auf YouTube. Schaut also unbedingt auch da vorbei. Oh ja, da war was. Junggesellenabschied. Jetzt fällt mir übrigens ein, warum die ganzen Notifications nicht mehr raufkommen. Es ist mein Fehler. So einfach. Es tut mir leid an alle, die reingefollowt und gesappt haben. Es ist mein Fehler. Ich habe einfach das Programm nicht gestartet. So. Jetzt, ab jetzt müssten die Notifications funktionieren. Das heißt, wer noch nicht gesappt hat und wer noch abonnieren möchte, jetzt wäre der Zeitpunkt. Ab jetzt müsste es auch wieder scheppern im Bild.
Auf der Szene weiß ich es nicht, aber auf der Hauptszene zumindest. So, wir schauen mal durch die bunten Karten durch. Cranial Plating heißt jetzt Cranial Ram. Er ist ein bisschen gedowntuned worden, wahrscheinlich zu Recht. Im Hintergrund hat es geflasht. Das letzte Ergebnis ist da. Wir werden gleich die neuen Pairings haben. Ich habe schon den Tisch im Blick. Wir werden sehen, wenn da gleich sich jemand hinsetzt. Was sehen wir noch bei den mehrfarbigen Karten? Watchwolf hat jetzt auch ein Upgrade bekommen. Was haben wir noch so, was ins Auge sticht? Natürlich haben wir Legenden. Der Psychic Frog natürlich. Tatsächlich aber, es hätte sogar schlimmer sein können mit Legenden. Du kannst das übers Telefon machen. Du kannst aber auch einfach auftauchen. Also du musst dich nicht voranmelden. Da finden sich auf jeden Fall Wege, wie du den zum Waschbären erreichst. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Du kannst sie auf Instagram anschreiben. Du kannst sie anrufen. Im allergrößten Notfall kannst du auch mir Bescheid geben. Und ich leite es weiter. Also wie gesagt, das nächste Monthly ist am 7. Juli, das Wochenende nach Amsterdam. Könnt ihr euch schon mal ein Kreuz im Kalender machen. Ich gehe zumindest davon aus, dass es nicht verschoben wird, aber ich wüsste nicht warum. Da dann mit eben jenem ganzen neuen Modern Horizons 3 Karten. Mal gucken, was dann schon in den Decks auftaucht. Bis dahin hat man ja auch ein bisschen Zeit, die Karten aufzutreiben. Das hier eine Karte, die sehr viel Talk generiert. Vexing Bauble, ne? Whenever a player casts a spell, if no mana was spent, counter that spell. Und es cycled, wenn es pressiert. Eine Karte, die wir sehr wahrscheinlich sehen werden. Ne? So, ich sehe Leute am Tisch. Ich muss allerdings reinhorchen, was es für ein Tisch ist. Das heißt, ich würde sagen, ich blende mal die Decklisten aus. Wir springen dann rüber. Runde 3 ist angesagt. Dum, 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 dum. Auf geht's. So, und dann gucken wir mal. Was ist das für ein Tisch? Ich glaube, es ist Tisch 3 Daniel gegen Alexander, aber ich habe keine Listen von den beiden. Ich muss euch also leider die Decklisten schuldig bleiben. Ich weiß auch nicht, wer wo sitzt. Ich glaube, 1-1 Table ist es. So, also dann müssen wir einfach freestylen. Ist ja auch mal ganz nett, dass wir dann einfach improvisieren müssen und nicht mehr Informationen haben als die Leute vom Tisch. So. Ah, der läuft noch so. Dann resetten wir mal den Rundentimer. Hervorragend. Ich glaube, er läuft noch nicht, aber ich starte ihn schon mal. Gut. Vom Table Talk würde ich sagen, die beiden kennen sich. Zum Wohl. Das ist der Vorteil, wenn man in einer Bar spielt. Was sehe ich da links? Jetzt ist die Sonne leider relativ hell in der Hand.
glaube, ich habe es auch richtig. Ich glaube, rechts ist der Alexander. Okay. Replay pimpt, sage ich an der Stelle mal. Rechts ist Reanimation, würde ich sagen. Links. Delver? Bobble schaut sich die oberste an. Wasteland. Reanimate haben wir gesehen. Daze sehe ich, glaube ich, oder? Basic Gaming. Verdächtig, verdächtig. Dann wird ein Troll gecycelt. Ja, Basic Gaming verdächtig, ne? der, genau, die Bubble war im gegnerischen Upkeep. Also der Bubble Draw war jetzt und ist auch passiert. Wir haben einen Bolt Kills und einen Troll übrigens nicht. Ich glaube, es ist relativ klar, gegen was man spielt, wenn der Troll da weggecycelt wird. Das ist ein Breeding? Das ist eine Expedition? Wahrscheinlich ein Fetchland. Das ist ein Underground Sea, ein angemaltes. Das macht es mir jetzt nicht leichter, dass die Karten auch noch alle angemalt sind. Aber ich glaube, in dem Fall ist ja alles recht offensichtlich. Yes. Wenig überraschend. Diesmal war es im Endstep oder zumindest im eigenen Zug. Jetzt wurde also richtig gezogen für die Bubble. Die beiden wirken sehr erfahren mit ihren Decks. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt viele Misstrigger oder Misplays sehen. Jetzt ist vermutlich eher die Frage, gehe ich hier für das Reanimate in einen potenziellen Counter rein? Einmal Ponder, bitte. So, man hat sich gerade noch ein bisschen über die App unterhalten, wo man drücken muss. Sehr gut. Man sucht wahrscheinlich jetzt irgendwie Counter Protection, oder? Ein Brainstorm, da kann man tiefer graben. Die blauen Karten konnte ich gerade nicht einordnen im Retro-Frame. Entomb ist angesagt. In diesem Slot kann es anfangen, unangenehm zu werden. Das war ein Grisselband. Habe ich so durchhuschen sehen. Man hat Counter-Backup. Ah, es war ein Archon, okay. Days, eine Force.
sehr gut. Wie man aufpasst, alles für euch am Sonntag, damit ihr hier gutes Legacy kriegt, wird ja auch der Sichtbereich beachtet. Einmal Grief. Pitch Bowmasters. Jetzt wird's unangenehm. Eine Force, ein Brazen Borrow, eine Force. Das ist eine Old Border Forcen. Man hat schon so ein bisschen Protection. So ist es nicht, ne? Man hat eine Force weniger. Man hat noch zwei Antworten auf einen Reanimate. Guckt mal im Brainstorm, ob wir noch was finden. Es müssen Force und blaue Karte sein, ne? Und man sieht, dass man dann nicht mehr rauskommt. Vielleicht wäre es eine Line gewesen in Brazen Borrow nicht zu pitchen, sondern den Brainstorm. Aber klar, mit der Information ist natürlich auch immer für den Gegner ein bisschen leichter. Von dem Grief. Junge, ein Sideboard Guide. Daniel, ich bin begeistert. Ich hab's euch gesagt, holt euch einen Sideboard Guide. Und wenn er nur geklaut ist. Danke für den Follow, Ulos. Jawohl, die Benachrichtigung funktioniert. So, ich bin froh, dass wir uns einig sind. Ich glaube auch nicht, dass man den Borrower da pitcht und den dafür lieber den Brainstorm schweren Herzens natürlich aufgibt. Aber klar, wir kennen auch die Hand von gegenüber. Vom Alexander, die kannte der Daniel nicht. Inzwischen steht es also 1-0 für Reanimator. Also ich bin sehr, sehr begeistert, dass die Kamera heute stabil mitspielt. Bin ich so begeistert, dass wir jetzt die Sonne im Rücken haben. Mal gucken. Aber ich glaube, für euch ist schon gut anschaubar. Genau, man unterhält sich gerade, dass Archon das beste Reanimate ist, besser als Atraxa. Und ist sich einig darüber. Ulos, vielen, vielen Dank. Dann denkt dran, nächster Termin 7. Juli eintragen. Ich denke, wir übertragen wieder. Ich habe keine gute Möglichkeit, das einzutippen. Das ist ein bisschen das Problem. So, Ring. Insofern, wir abstrahieren, so machen es mal einfach so. Ich habe leider die beiden Listen von den Kollegen. Ich muss mir was einfallen lassen. Wenn ihr da gute Ideen habt, schreibt es mir gerne mal, was wir machen. Wir haben nicht immer alle Listen vorab. Beziehungsweise, ich habe die Listen sogar als Foto, glaube ich, bekommen, weil die natürlich abgegeben werden. Ja, Grixis Delver, das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Und das andere Reanimator, ich schaue mal kurz, zwei Doughty im
Im Sideboard zwei Force, ein Hydro Blast, zwei Murktides, um ein bisschen kontrolliger zu spielen. Ich lasse mir was einfallen. Wie gesagt, wir machen von Folge zu Folge Verbesserungen. Zum Wohl. Diesmal haben wir den Sichtbereich markiert, sodass ihr immer alles im Sichtbereich habt. Wir haben die Kamera besser ausgeleuchtet, den Videostream aus Ulm, weil ich sitze ja selbst nicht in Ulm zur Übertragung, haben wir stabiler gemacht, funktioniert alles sehr gut. Dann merke ich mir fürs nächste Mal vor, links und rechts was einzublenden. Besser, wenn wir die Decks nicht haben. Es kam ja schon der Vorschlag, dass wir dann stattdessen generische Listen einblenden, um zumindest eine grobe Orientierung zu haben. Mal gucken. Pressure. Deathrite Shaman bekommt jetzt einen Retro-Frameprint. Da kann euch der Solring ein Lied davon singen. Die Vollvariante wird leider ein bisschen sackenteuer, weil die nur in Collector-Boostern zu finden ist. Ich glaube, die Standardvariante kann auch woanders auftauchen. Not sure, though. Grief, Pitching, Grief. Daniel hat nicht so richtig Bock, mit den Standardvarianten der Bilder zu spielen. Außer mit den Judge Foil Lightning Bolts, die schon ziemlich pimpig sind. DRC, sorry. My bad. Einmal den Cycle. Der Troll hat sich schon auch gut durchgesetzt, ne? So, dann schauen wir mal. Ich glaube, das eine war ein Blast in der Hand. Der wird wohl schwarze Spells nicht treffen. Einmal Upkeep Bowmaster. Wir haben bis jetzt nur ein Instant im Friedhof. Das wird eng. Tja. Was kann man da hitten? Kann man überhaupt irgendwas machen? Ein Sowell-Trigger, weil wir den Bowmaster bolten. Okay, Tarok hat so gar keinen Bock auf Scaminator. Okay. Die ganze Aktion resolved. Wir haben einen Token übrig. Dann kommt ein neuer. DRC. Aber man hat natürlich jetzt keine Ressourcen mehr, ne? Und gegen jede Reanimation ist mal ein bisschen gekniffen. Schön auch der Hinweis, dass abgehoben werden sollte. Land, Creature, Instant. Noch ist er auf dem Stack, der Bowmaster. Hm.
Man kriegt ihn leider nicht zum 3-3er. Man hat seinen eigenen DRC getargetet, um den zur Weltrekord zu haben, um ihn vielleicht zum 3-3er zu machen. Man hat nicht gehofft, gehittet. Es war ein Wasteland obendrauf. Das heißt, Scaminator gewinnt hier 2-0. Die Warmaster waren an der richtigen Stelle. Genau richtig. Und dann kommt man da einfach nicht zurück als Grixis Delver. So. Wir können mal. Ja, ich glaube, man warf eine Handkarte runter. Ohne Fred und hat drei Power gegen sich. Man kann sich ja ausspielen, aber ich glaube, die Odds sind da schon einstellig, ne? Um das noch zu gewinnen. Insofern, wir können mal in die Standings reinschauen. Moment. Nach der zweiten Runde und wir gucken mal. Ich muss bloß gerade meine Optik hier ein bisschen sortieren. Achso, das ist auch nicht das, was ich wollte, Leute. Ah, das wollte ich. So. Also hier Standings nach Runde 2 allerdings. Wir haben Jakob vorhin schon gesehen, das sind die Moon Goblins. Nee, Jakob Wacht, das sind, glaube ich, die Moon Goblins. Wir haben Boros Initiative, haben wir in Runde 1 gesehen, das steht 2-0. Wir haben Goblins ohne Sticker Goblin, steht 2-0. Doomsday steht 1-1. Wir haben hier den Alexander mit der Scaminator-Liste, der jetzt 2-1 steht. Und der Daniel steht 1-2. Genau, die Lance-Liste hat leider noch nicht gewonnen. Wir haben hier einen Maverick, wo ich es noch zufällig weiß, was gespielt wird. Also insofern, ich glaube, hier unten ist nochmal ein Reanimator beim Ihnen. Es ist ein recht breit gefächertes Feld. Es ist so, Ring, danke fürs Reinschauen. Es ist nicht so, als würden wir geflattert mit Reanimation Decks. Das hatten wir das letzte Mal, da war sehr viel Reanimation unterwegs. Wir haben ja auch einen Stammtisch jede Woche, einen Legacy-Stammtisch am Mittwoch. Da waren diesmal sehr viele Lance-Listen da. Auch das spiegelt sich jetzt hier nicht wieder. Also Lexi ist, glaube ich, in einem guten Spot. Ich sehe jetzt auch, wird ja auch nichts passieren. Es ist zwar nochmal ein Bannings-Termin vor Amsterdam. Ich glaube, in 2 Wochen ist ein Bannings-Termin, weil halt eine neue Edition kam. Ich gehe davon aus, es wird höchstens ein paar Pauper-Karten erwischen, weil so ein paar zu starke in Modern Horizons 3 durchgerutscht sind. Für die Arena-Spielenden wird halt ein ganzer Stapel mal Pre-Banned werden. Für Historic kann ich mir vorstellen. Genau, aber ansonsten wird Legacy jetzt vermutlich erstmal laufen gelassen. Es sei denn, irgendwas bricht das Format. Aber da sehen die Karten jetzt doch nicht. Es gibt starke Karten, die im Legacy landen werden. Aber ich glaube nicht, dass das Format da irgendwie gebrochen wird. Insofern sind wir da, denke ich, fein raus. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde auf dem Timer. Wir haben 2 Matches, die durch sind. Goblins hat übrigens verloren. Stickerless Goblins, um es mal so zu formulieren. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Break. Ups. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit Runde 4, mit der Finalrunde. Also, don't go anywhere. Bis gleich. So, da sind wir zurück. Noch haben wir gut 20 Minuten auf dem Rundentimer. 2 Ergebnisse habe ich bereits. Beziehungsweise 1. Das vom Daniel, vom Alexander ist noch gar nicht eingetragen. So, und ansonsten lade ich hier mal neu. Ah doch. Da ist das Ergebnis. Die neue Bobble. Wir haben ja gerade uns drüber unterhalten, ne? Die neue Bobble ist natürlich der Hot Shit, ne? Der Talk of Town.
Sehr gute Magic-Karte. Brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu unterhalten. Ich glaube, die hat kein Retro-Frame bekommen, ne? Ehrlich gesagt, gar nicht hundertprozentig auf dem Schirm. Diese vielen Varianten. Uns Boomer kriegt man natürlich mit so Retro-Frame-Geschichten relativ gut. Ich guck gerade mal. Nope, die Bauble hat keinen Retro-Frame. Aber dann schauen wir mal. So, ansonsten könnte ich hier mal in die Runde fragen. Also theoretisch könnten wir auch andere Events übertragen, ne? Also wir müssen jetzt hier uns nicht auf Legacy beschränken. Das Setup ist relativ gut aufbaubar und abbaubar. Also mal schauen. Vielleicht übertragen wir auch mal ein bisschen Limited. Wobei so ein Pre-Release vermutlich nicht der richtige Termin ist für sowas. Ne? Zumal ich da auch selbst meistens mitspiele. Das ist auch ein Problem. Mal gucken. Ich habe es vorhin schon gesagt. Also nicht wundern, wenn der Stream auch in den nächsten Wochen dann mal so anspringt. Modern Horizons 3 muss geübt werden für Amsterdam. Ich spiele PDQ. Der ist limitiert auf 512 Spieler. Gibt, glaube ich, 8 Slots oder 16 Slots. Ich bin gar nicht ganz sicher. Eins von beiden. Gucken wir schnell. MDG Melee. Your Tournaments. Weil eingetragen bin ich immerhin schon. Kann also schon mal wenig schief gehen, solange ich es nach Amsterdam schaffe. Ah, die Tor, es gibt 4 Slots für die Pro Tour, ja. Es gibt einen Top 32 Cut und diese 32 Spielenden machen 4 Draftpots auf und jeweils die Draftpot-Gewinner fahren zur Pro Tour. Die nächste Pro Tour kennen wir, glaube ich, noch gar nicht nach Amsterdam, weil dann kommt erstmal Las Vegas Magic Con. Das ist aber wohl der World Slot, wenn ich mich nicht ganz täusche. Jetzt wissen wir gar nicht, wo die nächste Magic Con inklusive Pro Tour dann stattfinden wird. Wir hatten jetzt eine, die in Seattle war und keine Magic Con war. Also auch das ist eine Möglichkeit. Gucken wir mal, ob das am Ende wird. So. Und falls ich wieder Warten Tag 2 nicht spiele, spiele ich einfach nochmal Modern Horizons 3 Sealed. Dann allerdings eher für Spaß. Ah, tatsächlich, also auch wenn ich selbst kein Pioneer spiele, bin ich schon der Typ, der sagt, Pioneer brauchen wir trotzdem als Einstiegs-Constructed-Format, ne? Wo man halt auch mal einen Starter-Deck relativ gut drucken kann, wie die Pioneer-Challenger-Decks. Da ist Pioneer das bessere Format. Nachdem Standard ja jetzt wirklich quasi Arena-only ist, sind wir ehrlich. Standard ist echt schwer in Papierform zu erklären. Muss eigentlich Pioneer den Spot von Standard ein bisschen einnehmen. Das sieht Wizards, glaube ich, ein bisschen anders. Die versuchen ja noch Standard ein bisschen zu pushen. Ich befürchte, in Papierform ist es einfach schwer. Auch trotz der langsamen Rotation. Jetzt haben wir aber trotzdem eine zu Bloomborough. Das übrigens schon Ende Juli kommt, also auch nicht so spät, sogar sehr früh für eine Rotationsedition. Also Ende Juli kommt Bloombro und da wird rotiert und dann ist halt trotzdem wieder Standardrotation. Dann haben wir zwar ein größeres Standardformat, aber trotzdem eine Rotation. Ich glaube, Pioneer braucht es einfach. Vielleicht kann man sagen, es ist das notwendige Übel, aber ich habe jetzt mit Pioneer kein Beef. Um es mal so zu formulieren. Gibt auch schlimmere Formate, glaube ich, als Pioneer. Grundsätzlich bin ich auch ein großer Freund von Pauper als Spaßformat. Aber ich sehe auch nicht, wo man das in Anführungszeichen kompetitiv hinbekommt.
und einbinden kann. Ja, das wird Mist Liefel, das wird halt vorgeschrieben von Watson. Ne? Die versuchen ihre Formate da entsprechend zu verteilen. Insofern. Wobei es gibt auch immer Limited als Option. Ne? Ich glaube, man muss es nicht immer in den Constructed-Formaten machen. Das liegt auch ein bisschen an den Locations dann. Nur das Constructed-Format darf man dann nicht auswählen. Jetzt hat man Standard-Season, davor hat man Pioneer-Season. Gucken wir mal, ob sich da in den Ideen was ändert. Es ist ja nichts so beständig wie die Änderung. Also wenn was nicht funktioniert, muss man es halt wieder ändern. So, ich sehe gerade, die Doomsday-Liste hat verloren. Also heute nicht so der Durchmarsch. Steht jetzt 1-2. Haben noch 3 Matches, die laufen. Ich glaube, ein Jeskai Control spielt gegen Maverick. Ja, das ist tatsächlich die das ist wahr. Die Promo-Auswahl finde ich auch hier und da nicht so gelungen. Das stimmt. Das wäre übrigens auch eine Möglichkeit, Standard interessant zu machen. Man muss da nur die geilen Promos raushauen. Also auch für am Ende sind die Leute da nicht so wählerisch. Wenn es in den Standard-Events geile Promos gibt, die sie in ihren anderen Formaten weiterspielen können oder die ein bisschen was wert sind, dann spielen die Leute auch Standard. Aber ja. Ich meine, bei Wizards gibt es Leute, die sich einen lieben langen Tag mit sowas beschäftigen. Turnierstrukturen, Organized Play. Ich hoffe mal, dass sie über kurz oder lang auf solche Ideen kommen. Kann ja nicht ganz so schwer sein. Ich habe zwar jetzt letztens ein Standard-Deck zusammengeworfen, einfach aus Cards I Have, so nach dem Motto. Aber es reicht halt nicht, wenn du keine Community zusammenbekommst, die das regelmäßig spielt. Aber ich war tatsächlich versucht, schon mal so ein Pawpaw-Event auf die Beine zu stellen. Ich meine, die Decks sind ja recht leicht zusammengeworfen. Kosten ja nicht die Welt. Also man könnte schon noch mal mit Leidecks die Leute hier mal zu so einem Pawpaw-Event dahin hocken. Man überträgt halt mal eine Runde Pawpaw. Weil das ist halt wirklich sehr einstiegsfreundlich. Ne? Ich meine, die Karten sind halt langfristig nichts wert, die man da reinsteckt. Aber es tut halt auch nicht weh. Ne? Ich meine, jetzt ist nicht so richtig teures Zeug weggebannt worden in letzter Zeit im Legacy. Der Sticker Goblin war jetzt eher so marginal okay. Aber es tut natürlich weh, wenn irgend so ein Grief oder sowas weggebannt wird. Gerade für diejenigen, die ihn spielen. Wird im Pauper häufiger gebannt? Das stimmt. Es wird häufiger was gebannt. Ja, am Ende ist es halt so, Skala. Aber dann, also am Ende ist es ja trotzdem nicht ruinös. Ne? Selbst wenn man das Deck bestellen muss oder sich zusammenstellen muss. Böse Zungen sagen, die Sleeves sind teurer als das Deck. Aber das ist halt so ein Deck, wo es auch, das ist mir dann egal, ob es hinter mir im Schrank steht. Ne? Das ist dann halt so ein 15-Euro-Deck. Da mache ich mir auch nicht die Mühe, irgendwie wie bei einem Modern-Deck, was ich nicht mehr spiele, zu überlegen, muss ich es jetzt zerlegen? Tut es mir denn weh, dass es da im Regal steht? Das ist bei Pauper einfach egal. Und wenn das Deck mal kaputt gebannt wird oder wegrotiert, weil eine neue Pauper-Karte rauskommt, dann ist es einfach halb so wild. Und streng genommen ist Pauper eigentlich ein sehr powerfules Format. Das darf man nicht unterschätzen. Wir haben vor, naja, lasst mich lügen, knapp 10 Jahren ungefähr, werden so 10 Jahre sogar sein, gab es ja in Ravensburg eine Pauper-Turnierserie, da war ich gelegentlich. Das ist schon nicht so bad. Klar, Artefaktländer sind nicht gebannt. Also, da geht es ja schon los. Ja, es klingt immer weniger nach Magic, als es dann am Ende wirklich ist. Mal schauen. Vielleicht ist das ja mal was für die Zukunft. Allerdings muss ich da die Waschbären davon überzeugen, Pauper anzubieten. Vielleicht wäre es ja aber auch mal was, was man einfach aufnimmt.
für YouTube und Co. Er sagt, gerade auch für Leute, die seltener Magic spielen und seltener zum Magic kommen, ist Pauper jetzt nicht das schlechteste Format. Ist einfach egal, ob man da drei Decks hinter sich im Regal stehen hat. Die werden jetzt nicht schlecht. Hin und wieder muss man es vielleicht mal umbauen, weil es gebannt wurde. Man muss mal ein paar andere Commons reintun. So viel zum Ausflug in die Welt des Paupers. Schauen wir zurück zum Legacy. Blum. 12 Minuten haben wir noch Runden-Timers, laufen noch 3 Partien. Gerade eben hat man ja mal so ein Sideboard-Guide gesehen, finde ich übrigens sehr gut, habe ich ja schon angedeutet. Es gibt, glaube ich, auch eine Seite, die ich mal empfehlen wollte. Ich glaube, Flexpot. Hieß es nicht so. Ja, wenn man sich nicht alles aufschreibt, ich hatte es letztens noch in der Hand. Flex something. Schade, ich finde es gerade nicht. Eine Webseite, mit der man so seine Sideboards-Flexboards ein bisschen verwalten konnte. Auch mit Kommentaren versehen konnte. Na gut, ich finde es sicher irgendwann mal wieder. Und dann tweete ich es euch mal raus. Also lasst einfach ein Follow auf Twitter da, falls ihr dort seid. Auf Insta sind wir auch. Also ihr findet uns auf allen Socials. Twitter, Insta, bei YouTube natürlich. Und da erreicht ihr uns auch immer für Kommentare und Co. Und wenn ihr uns mal eine Nachricht zukommen lassen wollt. Gut, dann machen wir das hier zu. Schauen mal, was hier noch so kommt. Gerade leider ein bisschen Luft in der Partie. Manchmal ist es halt einfach so, dass es dann doch ein bisschen Luft gibt. Gewonnen hat übrigens Boris Initiative an dem Top Table. Das heißt, wir haben im Finale zwei Spiele, die wir schon gesehen haben. Wir haben Boris Initiative, das 3-0 steht, und Jakob auf Moon Goblins, der 3-0 steht. Die beiden stehen 3-0. Als einzige gibt es also auch einen Clean Cut. Das heißt, wahrscheinlich sehen wir im Finale jetzt ein Decks, die wir schon kennen, von denen wir auch die Listen haben. Zumindest in guter Näherung. Und können wir mal gespannt sein, was da rauskommt. Nebenbei spielt momentan noch Maverick gegen Jeskai Control. Und das letzte kenne ich nicht. Letzte Matchup. Kurz Familienregie hier. Und da sind wir wieder. So, und wer von euch spielt denn auch Legacy und welche Decks? Haut mal in den Chat. Gibt ja auch so ein paar Decks, die wir heute nicht gesehen haben. Wir haben kein Miracles gesehen.
Was ist denn nicht unterwegs? Wir haben kein Shadow heute unterwegs, was ich bis jetzt gesehen habe. Was haben wir nicht? Nur ein Lance. Gibt schon so einiges, es fehlt. Also, Meta ist ja breit genug. Elfen sind jetzt übrigens ein Deck, was wir im Modern vielleicht sehen werden. Sehr nah an den Legacy-Elfen, an den, ich sag mal, früheren Legacy-Elfen. Wildwood Symbiote ist jetzt neu in Modern ab nächste Woche. Denkt übrigens dran, am Freitag ist Pre-Release-Start. Und schon ab dann könnt ihr die Produkte kaufen und auch die Karten sind schon ab dann legal. Das heißt, ab Freitag ist Wildwood Symbiote zum Beispiel schon legal im Modern. Also, falls ihr am Wochenende schon ein Modern-Turnier habt, ihr könntet die Elfen auspacken. Oder die Merfolks, die wir vorhin ja auch gesehen haben, die auch einen guten Push bekommen haben. Also insofern, das Einzige, was glaube ich fehlt, ist so Natural Order. Sowas fehlt natürlich im Modern, aber ansonsten sind Elfen eine Nummer. Ein Match haben wir noch. Und dann gehen wir in die Finalrunde. So, hervorragend. Alle Ergebnisse sind da. Und dann gehe ich davon aus, dass wir gleich das Finale am Tisch 1 haben werden. Alternativen wären sonst. Ich schreibe mal, die sollen ruhig das Finale hinsetzen, da haben wir beide Listen. Oh, ich gebe das mal weiter. Nebenbei kriege ich hier Überschwemmungsmeldungen aufs Handy gepusht. Inzwischen verbessert sich zwar etwas hier in Süddeutschland, aber richtig geil ist es noch nicht. Deswegen Daumen hoch an alle, die da draußen helfen. Auch oft freiwillig. Gibt manchmal auch Dinge, die ein bisschen wichtiger sind als Legacy-Karten drehen. So, ich resette schon mal den Rundentimer. Bereite schon mal die Texte vor. Muss hier gerade ein, zwei Dinge organisieren mit der Crew vor Ort. So. Hervorragend. Dies das organisiert. Ich sehe auch schon Bewegung am Tisch. Wir haben auf jeden Fall zwei Spieler, die 3-0 stehen. Es sei denn, die Vorortregie tauscht dann nochmal was aus. Ich trage das einfach schon mal ein. Und dann hoffen wir mal, dass es dann auch wirklich so stattfindet. Info, wir sind in Runde 4. Da steht es 0 zu 0 dann. So. Wir sind vorbereitet. Das Magic möge beginnen.
Hervorragend, ich habe es richtig eingetragen. Dann kann ich auch direkt die Listen noch einblenden. Ich cut schon mal rüber. So, hier und passe euch jetzt noch die Listen an. Ich glaube, links passt es schon und rechts haben wir stattdessen die Boros-Initiative. Von der wir heute noch keine, doch einmal haben wir eine Initiative gesehen. Wie gesagt, da ist die Liste etwas veraltet, ist die vom letzten Event. Da haben sich 3-4 Karten geändert und im Sideboard noch einiges. Seht mir das nach. Die konnte ich vorhin auf die Schnelle nicht anpassen. So. Das steht doch. Freunde, Finaltime. Ich nenne es auch einfach mal so, Finale. Ah, da kann man, glaube ich, geteilter Meinung sein, ob Rot jetzt die stärkste Farbe im Legacy ist. Aber ja, heute liefert es ab, kann man nichts sagen. Fun Fact übrigens, wir haben Rot als stärkste Farbe und keinen einzigen Lightning Bolts, ne, in beiden Decks. Wir haben ein rotes Finale ohne Lightning Bolts. Oder übersehe ich einen? Nö. Das schon. Man kriegt gerade raus, dass man drawen kann. So, Moment, ich muss den mal schnell noch was dahin schicken. Auf geht's in die Finalrunde. Initiative mit dem Mulligan. Also die Liste spielt heute die Boros-Liste 2 Boromir. Boros? Boromir? Den haben wir vorhin auch schon gesehen. Wahrscheinlich ist die Moon-Liste allerdings ein bisschen schneller. Ne? Die würde ich hier tatsächlich leicht vorne sehen. Da ist ein Fury auf der Hand. Blood Moon in der Hand. Ich denke, man weiß auch, gegen was man spielt. Also ich glaube, nach 3 Runden hat man so grob aufgeschnappt, was an den anderen Tischen so unterwegs ist.
Chalice auf 0. Okay. Man will also die Mana-Beschleunigung da abstellen. Was ist eigentlich für ein Land? Shatterskull? Sokensan ist es. Ne, es ist ein Bug, Den of the Bugbear. Das heißt, Mennet ist am Start. Also Early Sagas sind schon cool. Mana scheitert jetzt bei niemandem. Ups, ich starte mal den Rundentimer, auch wenn der jetzt, denke ich, nicht so relevant ist. Blood Moon abgeworfen. Glaube ich, relativ klar, dass man den in dem Spot nicht mehr braucht. Wie vielleicht doch die falsche Liste? Das ist doch ein Shatterskull Smashing, oder? Also vielleicht habe ich tatsächlich auch nicht ganz... Ach, da oben ist Jens. Ah, ich sehe es. Ah, okay. Stehen bei den Spells. Ich habe mich gerade gewundert, wo kommen denn die Smashings her? Das andere war auch ein Smashing. Und kein... Bug of the Denbear. Nee, Den of the Bugbear. Also, da will man Gleiches mit Gleichem vergelten. Die Caves sind ja in beiden Decks. Ich glaube, da ist man auch ganz schön weit vorne hier jetzt. So holt man sich die Initiative zurück. Muss allerdings den Goblin-Token da trotzdem irgendwie handhaben. Im Backswing. Wahrscheinlich die Plains, weil man den weil man den Blood Moon gesehen hat. Ja. Okay. Leben kurz sortiert. So, das sind Zeiten, in denen man keinen Lightning Bolt mehr aus roten Decks sieht. Momentan wäre auf dem Board allerdings gar nicht so schlecht, ne? Da ist ein Den auf der Hand, was jetzt natürlich sehr gut ist, um sich immer wieder die Initiative zu holen, selbst wenn man sie verliert. Interesting.
Fury ist natürlich jetzt hart. Man muss halt alles beantworten jetzt, zukünftig. Das wird schwer. Und Solitude den Fury weg, der gerade die Marken kriegen sollte. Trotzdem schwer, weil wir die Hand sehen. Lustigerweise hat das Initiative-Deck keine einzige 1 drin. Das heißt, Chalice of 1 macht nichts. Lava-Ex. 5 ins Gesicht. Das Mainland ist halt ein Problem, ne? Junge, Smashing Hardcast. Coolio. Das sind jetzt einige Tech Angels aus dem Goblin Stack. Da ist er, der Boromir. Wir sind allerdings auch bald durch die Undercity. Ja, so viel Value noch auf der Hand. Ich glaube, man kann ja sogar. Einfach. Die Dings rausflatten, oder die Sagas. Goblin-Token übrigens eins der teuersten Token, wo gibt, ne? Ja, ich denke auch. Das ist, glaube ich, das richtige Play. Einfach die Sagas hinlegen. Die nächsten Draws einfach immer wieder verbessern. Boromir abstellen. Ich glaube, den Magus will man jetzt gar nicht haben, damit die Den aktiv bleibt. Ja. Das habe ich mir gedacht.
Markus macht einfach zu wenig und man selbst ist dann eher geschadet davon. Komisch. Das hat gereicht. So. Ja. Musste machen. Basic Land Choice, gerade im Legacy, wo man nicht so viele spielt, ultra relevant. Ich sag's ehrlich, bin ich bei euch? Die müssen gescheit sein. Da kann man nicht sparen. Apropos Basic Lands, John Avon auch in Amsterdam. Das wird eine lange Schlange bei John Avon. Ich sag's euch, wie es ist. Das sind die vier Dead Guns, die in der Hand waren. Die Hearths können, denke ich, raus. Man hat nichts gesehen, was relevant mit dem Friedhof interagiert und man muss auch nicht mit irgendwas rechnen. Gut vorstellen, dass man die Blood Moons gar nicht so dringend braucht, ne? So, dann schauen wir. Da seht ihr übrigens unsere Markierung des Sichtbereichs da oben ins Bild fliegen. Ganz kreative Tischklammern, Tischdeckenklammern. An den Tisch bis dahin sieht man, bis dahin nicht. Manchmal sind es echt so Kleinigkeiten, die Dinge verbessern. Wir hatten jetzt wenig, was aus dem Bild rausgerutscht ist, genau weil es einfach schön prägnant ist. Man muss ja keine Wunder vollbringen. Das reicht auch so. So, meine Frau sagt, ich soll keinen Unsinn machen. Dabei gucken wir doch nur Legacy. Ich weiß nicht, was sie meint. Oh, wir hören gerade, dass die Chalice of Null sogar gar nicht schlecht war, weil er das rote Mana getopdeckt hat und den eigenen Mox gar nicht spielen konnte. Okay. Jo, man ist sich einig, dass die Sagas richtig gut sind. Die Fables, also die Fables, die ja Sagas sind. Dann darf jetzt in die Buches Initiative anfangen. Mulligan, na, nie gucken, Mark. Nie gucken, was oben liegt. Es steht übrigens 1-0.
Also, was seid ihr, Team gucken, was oben gelegen hätte oder nicht gucken? Ich bin ja der Meinung, nie oben gucken, weil es für die Entscheidung irrelevant ist, was oben liegt. Und man redet sich nur falsche Entscheidung schön sonst. Meine Meinung zu beim Mulligan oben gucken, was da lag. So, ich habe einen Mox gesehen, glaube ich. Bei Jakob. Da sehe ich wenig Länder gefühlt bei Mark. Ganz außen ist eins. Wir können noch ein Solitude war dabei. Ja, okay, wurde da gesagt. Entschuldigt. Dann schauen wir mal, was ja okay heißt. Nee, das ist ein Den of the Bugbear. Zwei Cities. Turn 1 Saga. Ja, das macht die nächsten Draws besser. Baut Pressure auf. Da ist ein Dead Gone, da ist ein Goblin Rebel Master bei Jakob. Der übrigens auch relativ schnell die Tür zumacht und natürlich auch sehr gut darin ist, Initiative zurückzuholen. Tja, was kommt runter? Unangenehm. Schießen den Token weg, okay. Draw Trigger. Fable Trigger, genau. Jo, bei YouTube gibt es auch noch mehr Legacy. Ein Archon und ein Ancient Tomb, oder? Okay. Wird gerade gesagt, keine White Source, dann macht das natürlich wenig Sinn. Sonst wäre der Archon schon nicht so schlecht. Dann ist jetzt wieder Bombardier-Beatdown angesagt. Wohl die Karte, die wir heute am meisten haben performen sehen, ne? Bombardiers. Flip. Ein Ressourcenkrieg. That's a lot of lands. Da sind, glaube ich, zwei Ancient Tombs und zwei City of Traders. Aber da liegt halt auch ein Den of the Bugbear, ne? Blocken kann man nicht. Er hat Menace, der Bombardier. Wir können keinen Solitude hardcasten bis jetzt. Das kostet Doppelweiß. Mehr Sagas, mehr besser. Das Problem ist, dass jetzt die
Für Confluence. Oh. Boros ist halt auf 8, ne? Nein, nee, wir können nicht angreifen, weil wir kein rotes Mana dafür haben. Kein anderes. End of Turn bauen wir uns einen neuen. Konnten wir das schon? Die kam erst, das ging gar nicht, glaube ich. Ich glaube, die hat eine Einsatzverzögerung gehabt. Oder übersehe ich einen Zug? Ne, wir haben einmal nicht geblockt damit, weil wir nicht konnten wegen Menace. Müsste passen. Der Einring. Unangenehm. Boah. Das sieht nicht gut aus für Boros. Das ist sogar lief. 2, 6. Ist das nicht sogar liefe? Wir spielen. Genau, wir furien die beiden Blocker weg. Also klar, je nachdem, was für Interaktion noch ist bei Mark. Dann gehen wir auf 6. Er sagt es gerade selbst, er hätte angreifen müssen, um weißes Mana zu haben, um den Deflecting Palm spielen zu können. GG. Also dann, er meint gerade, er hat überlegt, den Ring nicht zu spielen, das halte ich für ambitioniert, die Line. Er meint gerade, er hätte ihn vielleicht nicht opfern sollen, weil er es eh nicht verliert. Aber was soll denn passieren? Also die Deflecting Palms sind reingekommen. Interessant. So, dann würde ich sagen, nochmal zurück hier am Kommentatorenpult, um es mal so zu formulieren. Ich gucke mal, ob ich noch andere Ergebnisse für euch habe. Oh, nee, Moment, das ist die falsche Runde. Ich wollte gerade sagen, können doch nicht schon alle fertig sein, das hätte mich jetzt schwer gewundert. Wie gesagt, die Top 8 Ergebnisse ab Mitte der Woche dann bei mtgtop8.com. Maverick hat gewonnen, ist also 3-1 gegangen. Der Scaminator hat nochmal gewonnen, ist 3-1 gegangen. Grixis Delver gegen Doomsday läuft noch. Die Kontrollliste hat verloren, da weiß ich allerdings nicht gegen was. Also die anderen Goblins jetzt, die Stickerless-Goblins, sage ich mal, sind 2-2 gegangen. Und den Topspot hat sich Jakob geholt mit den Moon-Goblins. Also vielleicht hat das Deck auch einen anderen Namen, bei mir heißt es Moon-Goblins. Da sind so viele Moons drin und da sind so viele Goblins drin, das muss Moon-Goblins heißen. Da läuft tatsächlich auch nur noch eine Runde.
Dann, ja, würde ich sagen, ihr nehmt da jetzt euren Kalender raus, schreibt euch auf 7. Juli, nächste Legacy Monthly in Ulm im zum Waschbären. Bei denen ich natürlich auch Danke sagen muss, weil wir bauen immer bei denen die ganze Technik auf, dies, das, jenes, übertragen von dort, also zum Waschbären in Ulm, Schrägstrich Raccoon Rises als VPN-Store. Da findet das Legacy statt, am Mittwoch ist Stammtisch jeden Mittwoch und Commander Night, für wen das eher was ist. Der Waschbär immer eine Magic-Reise wert. Und dann würde ich sagen, ich danke euch, dass ihr hier reingeschaut habt. Ich schaue mal, ob ich euch irgendwo weiterreden kann. Das ist ja, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, vergessen. Das muss ja wohl nicht sein. Gut, wo ist denn mein Dashboard? Hier. Wer ist denn noch so online? Irgendjemand ist doch eigentlich immer mit Magic online in Deutschland, oder? Ja, schaut, ich schicke euch zu Hanna. Das ist doch easy geschwätzt. Da gibt es jetzt wahrscheinlich Arena, also ein kleiner Gegenpol. Trotzdem würde ich es cool finden, wenn ihr mit rüberspringt. Erstens, weil Hanna super nett ist. Zweitens, weil es gut ist für Magic Deutschland. Wenn wir die Zuschauer da behalten. Oh, das sieht jetzt inzwischen anders aus. Ich stream zu wenig. Tja. Auf geht's rüber zu Hanna. Ihr sagt da Hi. Ich danke euch fürs Reinschauen. Und wir sehen uns spätestens am 7. Juli wieder, oder? Ja, denke ich auch. Bis dann. Ciao.